Ich begrüße Sie alle herzlich hier im Café Sibylle auf der Karl-Marx-Allee, die sich für unsere Veranstaltung hier freundlicherweise bereit erklärt haben, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wunderbarer Service, auch von der Technik her hat alles prima geklappt. Und ich möchte eigentlich mit einer kurzen Einleitung beginnen. Vor 4 Wochen, also am 2. Februar, war in der Zeit online Folgendes zu lesen. In diesem Jahr wird es soweit sein. In der Schweiz wird am 5. Juni als erstem Land der Welt über ein bedingungsloses Grundeinkommen abgestimmt. Das hat der Bundesrat in Bern entschieden. Und in Finnland will die 2015 neu gewählte Regierung zumindest ein Pilotprojekt zum Grundeinkommen starten. Auch in den Niederlanden gibt es ähnliche Ideen. Zitat Ende. Auch in Deutschland wird seit längerer Zeit in der Gesellschaft, aber auch in Parteien und Teilen der Wirtschaft über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Ein erstes Pilotprojekt wird angedacht, das war es dann aber auch schon in Deutschland. In einem Land, das vielleicht wirtschaftlich die besten Voraussetzungen hat für eine Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens. Noch deutlicher, also es gibt eine renommierte Marktforschungsumfrage von YouGov, die kennen vielleicht die meisten. Wir werden diese Abbildung dann auch nochmal auf der Webseite veröffentlichen. Vom 29. bis Januar bis 2. Februar diesen Jahres haben sie gefragt, wie die Bürger das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sehen. An 1.355 Personen wurde die Befragung durchgeführt. Sie führte erstmals zu dem Ergebnis, dass eine Mehrheit von 53% in Deutschland sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen, wobei sich allerdings 26% die Finanzierbarkeit noch nicht so richtig vorstellen können. Das sind aber immerhin schon 2% weniger als noch vor einem Jahr. Noch deutlicher, nämlich von 16% auf 27%, wuchs im gleichen Jahreszeitraum der Anteil jener Befragten, die das BGE uneingeschränkt befürworten. Die Zeit für disruptive Innovationen, in diesem sowohl gesellschaftlich als auch individuell für jeden einzelnen Menschen so vital wichtigen Bereich, ist eigentlich gekommen. Stattdessen diskutieren wir, wenn derzeit überhaupt, um erhaltende Innovationen, also die Aufstockung oder Neuberechnung von ALG I oder Hartz IV, die Höhe der finanziellen Unterstützung von Immigranten, den Mindestlohn oder über das Verhältnis von Mindestlohn und Hartz IV. Stichwort: Arbeit muss sich lohnen. Könnte das bedingungslose Grundeinkommen eine solche gesellschaftliche disruptive Innovation sein? Das Thema unserer Veranstaltung heute ist das bedingungslose Grundeinkommen und die Industrie von morgen. Darüber wollen wir heute miteinander reden mit unseren Gästen hier auf dem Podium. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite in alphabetischer Reihenfolge, um nicht zu sagen Ladies First, aber das ist eher mehr ein Zufall, die Fluxkünstlerin Ines Eck. Natalie Pavlovic vom Netzwerk Grundeinkommen. Den ehemaligen Bundesvorsitzenden der Piratenpartei, heute hier als Vertreter des Vereins Mein Grundeinkommen e.V., Johannes Ponada. Sowie last but not least das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, dem Berliner Sozialpiraten Alexander Spies. Im Publikum möchte ich den vielen unter Ihnen eher unter dem Namen BGE-Papst vielleicht bekannten Michael Fielsch begrüßen. Und mit der nächsten Bemerkung schaffe ich mir gleich eine Überleitung zu meinem ersten Punkt. Ich begrüße nun doch nicht, obwohl wir vorhin schon mal telefoniert hatten nochmal, wenn da jetzt nicht gerade noch jemand reinkommt, einen Vertreter des humanistischen ThinkPad Freiblick Institut e.V. Die hatten sich eigentlich angesagt, vielleicht ist da die Bahn zu spät gekommen. Damit möchte ich mal eröffnen. Und zwar am 12. Februar dieses Jahres veröffentlichte der Novo-Aktionsleiter und ebenfalls Gründungsmitglied des humanistischen Thinktanks Freiblick Institut, Johannes Richard, den ich ganz sicher hier auch ganz herzlich am Lautsprecher seines PCs begrüßen darf, einen Beitrag, in dem er die These aufstellt: Auf den ersten Blick erscheint das bedingungslose Grundeinkommen als charmante Idee. Auch werfen die Befürworter viele gute Fragen auf. Aber zur Lösung der eigentlichen Herausforderungen unserer Gesellschaft kann es wohl nur wenig beitragen. Zitat Ende. Das möchte ich mal so als Einstieg in unsere Diskussion hier benutzen und dazu mal die Frage in die Runde der Podiumsteilnehmer geben:
Wie gehen wir mit einer solchen Bemerkung um? Wer möchte beginnen? Ja, dann mache ich mal den Anfang. Es ist natürlich ein Problem bei der Diskussion dieser Idee. Also alle die Perspektiven im Blick zu halten, die damit bestehen. Selbstverständlich gibt es eine ganze Menge von Problemen, die sich erstmal nicht damit verbinden, dass jeder Mensch eben einen festen Betrag als Grundeinkommen bekommt. Wir wissen aber auch aus den, sagen wir mal, wenigen Experimenten oder aus anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, dass eben die Sicherung der Existenz eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt auch Probleme angegangen werden können und gelöst werden können. Ja, weil meistens werden wir ja davon abgehalten, uns mit tatsächlichen Problemen zu beschäftigen, weil wir eben auch, oder die Menschen, die davon betroffen sind, pure Existenzangst haben. Und das ist, wenn man so will, erst einmal eine der Effekte, die man sehr ganz gut beschreiben kann und mit dem man weiß, dass er auch wirkt, dass eben eine Sicherung der Existenz erst einmal die Voraussetzung dafür schafft, dass eben die Menschen eben auch erstmal in der Lage sind, Lösungen für Probleme wirklich auch in den Blick zu nehmen. Besten Dank. Ja, also da würde ich gleich vielleicht noch ergänzen. Genau, also ich bin ganz deiner Meinung, dass die Existenz muss zuerst gesichert sein und es ist quasi die Basis. Und natürlich kann ein Grundeinkommen, egal in welcher Höhe, kann es nicht die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen und denen wir uns auch in Zukunft gegenüber sehen werden, kann ein Grundeinkommen nicht gerecht werden. Und deswegen ist ja wichtig, dass ein Grundeinkommen kein neoliberales Projekt wird. Deswegen müssen nebenher weitere, auch staatliche Institutionen fortbestehen, die qualitative Maßnahmen quasi ergänzen zu der quantitativen Maßnahme des Geldes, die bereitgestellt werden. Und das ist das A und O, denke ich, weil sonst wird das Grundeinkommen ein neoliberales Projekt. Das ist halt das oft das, was die Kritiker an dem finnländischen Projekt momentan auch hervorbringen. Es ist noch nicht klar, wie das ausgestaltet wird, aber man hört oft, es werden alle anderen sozialstaatlichen Leistungen gestrichen. Und da sträuben sich natürlich jedem Grundeinkommensbefürworter, der das als soziale Innovation betrachtet, alle Haare, weil natürlich muss es Dinge ergänzen, weiter bestehen. Und deswegen gucken wir auch so kritisch nach Finnland. Weil wenn man ein Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro einführt in Finnland, ist das unter der Armutsgrenze in Finnland, die dort bei ca. 1.200 Euro liegt. Genau, aber ich will nicht abschweifen und jetzt erst gerne auch mal weitergeben noch. Ja, dann gucke ich mal auf die andere Seite runter, rüber. Ich weiß nicht, ob ich ein Mikrofon hier brauche. Ja, das wäre sehr schön, weil wir die Übertragung auch machen, sonst kann man sie draußen nicht hören. Also ich habe mich dem bedingungslosen Grundeinkommen von medizinischer Seite genähert. Ich hatte Arzt werden wollen und durfte zu DDR-Zeit nicht wegen neutralistischen Tendenzen, studierte dann Kulturwissenschaften und tröstete mich, dass Kulturwissenschaftler und Kulturmanager auch eine Art Arzt sind, die Gesellschaft so zu verändern versuchen, dass niemand psychosomatisch krank werden muss. Und als ich mit Hartz IV konfrontiert wurde, merkte ich, diese Existenzängste, die es ja vorher in diesem Maße nicht gab, es gab die Sozialhilfe, es gab das Arbeitslosengeld, das relativ gesehen wenig schikanös vergeben wurde, machten die Menschen zunehmend krank. Ich bin auch fürs bedingungslose Grundeinkommen, weil alle Versuche, das System zu reformieren, gescheitert sind. Ich gehöre also zu denen, die den Slogan prägten, Hartz IV ist offener Strafvollzug. Ich habe versucht, mit Politikern und Gerichten durchzusetzen, dass Familiengründungen im Hartz IV-Bereich nicht
bestraft werden, weil jeder, der sich zusammentut, um eine Familie zu gründen, automatisch weniger Geld kriegte. Ich habe versucht, gerichtlich bis zum Landesgericht eine fachkompetente Arbeitsberatung einzuklagen, ohne Erfolg. Ich habe versucht, mit Politikern und Behindertenbeauftragten durchzusetzen, dass Schwerbehinderte für gemeinnützige Vereine arbeiten dürfen. Sie müssen zurzeit in Behindertenwerkstätten, wo sie keinen Arbeitslohn erhalten, an Fremdfirmen vermittelt werden können. Und den Hartz-IV-Status durch Arbeitsleistung gar nicht verlassen können. Hinzu kommt, dass die, die in den Behindertenwerkstätten die Aufsicht führen, eben selber bezahlt werden. Ich kämpfe seit Jahren für Transparenz in der Mittelvergabe im kulturellen Bereich, mit der kaum etwas erreichen können. Wir selbst arbeiten mit Kindern, die in Immigrationsgebieten wohnen, in sozialen Brennpunkten. Wir hatten letztes Jahr vom Senat 3.000 Euro pro Jahr gekriegt, dieses Jahr null Mittel, obwohl wir ganz erfolgreich angeblich sind. Also sogar jemand von der Akademie der Künste wollte es dort vorstellen. Wir haben, wo sind wir noch gescheitert? Das bedingte Grundeinkommen. Ich versuchte dann zu argumentieren, okay, wenn ihr das bedingungslose Grundeinkommen nicht wollt, zum Beispiel die SPD sagt, ja, unser Slogan, mit dem wir immer arbeiten, ist das Prinzip Arbeit, dann sagte ich, okay, dann führt doch das bedingte Grundeinkommen erstmal ein und erkennt gemeinnützige Arbeit als Arbeit an, weil wir oft Menschen begegnen, die sogar vollschichtig für gemeinnützige Vereine arbeiten und gleichzeitig im Jobcenter schikaniert werden können. Wir könnten, also wir sind jetzt im Moment nicht in Hartz IV, aber wir könnten noch nicht sagen, okay, wir machen unsere Arbeit weiter, aber gibt uns bitte dann dieses Geld schikanefrei. Wir mussten uns nach der Chemotherapie, durch die ich gerade gegangen war, im Jobcenter Spandau anhören. Vergessen Sie Kinder, vergessen Sie alle, die kein Geld haben. Sie müssen rauskriegen, was die Reichen brauchen, zum Beispiel Handyaufkleber, das wissen Sie ja aus dem Fernsehen. Das System funktioniere wie eine Maschine. Bundestagspolitiker hätten keinen Einfluss, weil sich unter anderem die Bundestagspolitikerin Angelika Krüger-Leisen dafür einsetzte, dass wir weiterarbeiten können mit den Kindern. Wir werden in dem System gefangen und wenn ich nicht resignieren würde, würde ich mir am Ende eine Kugel in den Kopf schießen. Und dann beugte er sich vor, sah mir lauernd in die Augen und sagte, Sie sind krank. Und ich nahm alle Kräfte zusammen und sagte, ja, ich bin sehr erschöpft. Das war in einem Zustand, wo mir gerade so die Haare anfingen wieder zu sprießen. Und dieses menschenfeindliche System, von dem ich ja nur ein Zeuge bin, ein Zeuge, der sich artikulieren kann. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, ein Doku-Drehbuch, selbst der Himmel weint, Bürgergeld statt Bürgerkrieg. Da war zum Beispiel Aufwand, Entschuldigung, dass ich jetzt so lange rede, das ZDF, da gab es eine Redaktion, die hatte Interesse daran. Und dann hat die Arbeitsagentur beim ZDF angerufen und daraufhin musste ich unterschreiben, dass ich nicht mehr sage, obwohl ich Journalistin bin, und diese redaktionelle Zusage hatte, wo aber unten drin stand, ich darf eigentlich gar nicht sagen, dass es diesen Brief gibt, dass ich unterschreiben musste, dass ich eben nicht mehr für das ZDF recherchiere. Und das sind alles Erfahrungen, die ich eben in die Diskussion jetzt hier einbringen kann und hoffe, wir finden zu einem guten Ende. Ich sagte immer Prinzip Hoffnung, inzwischen sage ich Prinzip Hoffnung auf Hoffnung. Ja, schönen Dank. Ja, vielleicht auch mal kurz die eigenen Projekte vorstellen. Ich weiß, dass da interessante Projekte laufen in den einzelnen Vereinigungen, in den einzelnen Institutionen. Vielleicht darf man darüber auch schon mal kurz sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörer nicht so ganz genau wissen, was zum Beispiel, und das wäre dann vielleicht unser nächster Partner, Mein Grundeinkommen e.V. für Positionen vertritt und womit sie sich beschäftigen. Vielleicht können wir darauf ein bisschen mal mit eingehen. Ja, danke, gerne. Kurze Korrektur, ich war nicht Bundesvorsitzender, damit das nicht falsch in der Öffentlichkeit steht. Es sind schon einige Themen angerissen. Ich glaube, dass
was spannend ist, ist, Sie haben ja diese Umfrage zitiert, dass tatsächlich ein großer Teil mehr, die Referenzumfrage davor war ja, ist ja nur ein Jahr alt, also im Vergleich zu vor einem Jahr, Sie haben es vorhin gesagt, ich glaube 17% oder 18% mehr dieses Jahr das Grundeinkommen für eine gute Idee halten, nur mit dem Vorbehalt, dass sie skeptisch sind, wie es finanzierbar ist. Da sind wir ja einen Riesenschritt weiter. Ich beobachte und bin Teil dieser Grundeinkommensbewegung und Szene jetzt seit fast 15 Jahren. Und wir sind tatsächlich weit weg von der Zeit am Anfang, wo die Standardargumente immer nur waren, dann geht doch keiner mehr arbeiten. Wie soll das, wer soll das bezahlen? Dann müssen wir die Grenzen dicht machen und dann gibt es doch Inflation. Also wir sind schon viel fachlicher, sachlicher. Wir fragen uns, okay, wie kann man das bezahlen? Und spannend am Grundeinkommen ist ja, das haben wir gerade ja gehört auch, in sehr eindrücklichen Beispielen, dass das Grundeinkommen sowohl eine Wirkung auf den einzelnen Menschen hat, also es gibt diese individuelle Perspektive, gerade für Menschen, die heute working poor mit trotz Erwerbsarbeit nicht genug Geld zum Leben haben, die eine Arbeit machen, die nicht bezahlt wird, keine Erwerbsarbeit, wie das genannt wird, ist, die heute Schikanen erleben, Drangsalierungen durch die Jobcenter. Da hat es natürlich eine ganz individuelle, befreiende Wirkung. Und gleichzeitig hat das eine Systemebene. Also es ist eine massive Systemveränderung. Und ich würde sagen, dass das Grundeinkommen letztlich zusammen mit Kapitalismus nicht existieren kann, dauerhaft. Das kann in Kapitalismus installiert werden und kann einen Übergang bereiten. Deswegen ist es so charmant. Wir müssen nicht erst irgendwas abschaffen. Wir können das einfach anfangen. Aber es wird tatsächlich systemverändernd wirken, weil es zumindest im Bereich Arbeitsmarkt zum ersten Mal eine echte Marktwirtschaft herstellt. Also das ist dann wieder diese Systembetrachtung. Weil das Individuum frei ist, weil es nicht mehr transitiert werden kann, weil es die Freiheit hat, Nein zu sagen, ist es überhaupt erst ein freier Marktteilnehmer, der am Arbeitsmarkt sagen kann, diese Arbeit möchte ich tun und die möchte ich nicht tun. Und weil im kapitalistischen System ja Steuerungen stattfinden, welche Arbeit gemacht wird und welche eben nicht, also irgendwie Kindererziehung wird nicht bezahlt, Care-Arbeit wird nicht bezahlt, den Klimawandel zu bekämpfen wird relativ wenig bezahlt, die Welt besser zu machen. Das, was die Welt besser machen heißt, das wird definiert in kapitalistischen Entscheidungsstrukturen. Und wenn wir da eine echte Marktwirtschaft hinkriegen, wo wir uns fragen, was heißt eigentlich für uns die Welt besser machen, dann werden halt tatsächlich Dinge getan, die heute nicht getan werden können. Und das ist eigentlich meine Reaktion auf das Eingangsstatement. Das heißt, das Grundeinkommen hat da tatsächlich eine ganz starke katalysierende Wirkung. Und weil das so spannend ist, diesen Zusammenhang zwischen System und Individuum anzugucken, haben wir, also Michael Bohmeier und ich, vor jetzt bald schon über 2 Jahren die Agentur zur Überwindung des Kapitalismus gegründet. Und das erste Projekt dieser Agentur ist Mein Grundeinkommen, die Kampagne, wo wir eben gesagt haben, wo ist die Schnittstelle zwischen System und Individuum? Und die ist da, wo ich die 1.000 Euro oder welche Summe auch immer, da streiten wir eben nicht. Wir haben da keine politische Position in der Höhe und in welches Modell das ist, sondern uns geht es um diesen Moment, wo das Geld aufs Konto kommt, wo es quasi das Grundeinkommen spürbar wird fürs Individuum und gleichzeitig nachweisbar wird. Da ist eine Überweisung. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass Menschen diese Erfahrung machen, dass bedingungslos Geld aufs Konto kommt. Und haben das dann per Crowdfunding gesammelt, haben inzwischen, ich habe die aktuelle Zahl gar nicht im Kopf, knapp 40 Grundeinkommen gesammelt und verlost. Vor 2 Wochen erst wieder 8 Stück. Die nächsten 3 sind, glaube ich, schon wieder gesammelt. Und es gibt jetzt momentan fast jeden Monat 4 bis 5 Verlosungen. Ihr könnt alle euch anmelden. Uns geht es aber nicht nur um diesen Moment zu erzählen, was macht es fürs Individuum, wenn ich dieses Geld aufs Konto kriege, sondern uns geht auch um den Moment, wenn die Leute sich auf unserer Website anmelden, dann werden sie gefragt, was würdest du tun, wenn du Grundeinkommen hättest? Und in dem Moment, wenn ich da daneben sitze und jemand sich neu registriert, dann sehe ich immer, dann fangen die Leute an nachzudenken, da stoppen die so. So ein normaler Registrierungsprozess und plötzlich stoppen die. Wer von euch ist angemeldet bei uns? Also viele. Ihr habt den Moment wahrscheinlich alle erlebt und wer sich mit der Frage schon beschäftigt hat, der schreibt es etwas schneller rein und wer sich noch nie damit beschäftigt hat, da fangen wirklich die Menschen an, drüber nachzudenken, wie würde so eine Gesellschaft aussehen mit Grundeinkommen. Und das sammeln wir, das sind irgendwie 500.000 Einzelstatements von Menschen, was sie tun würden. Und man kann tatsächlich eine Ahnung kriegen von einer Grundeinkommensgesellschaft. Darum geht es uns. Diese Geschichte zu erzählen, Einzelgeschichten zu erzählen, was die Menschen individuell machen, aber eben auch ein Gefühl für die Gesellschaft zu kriegen mit Grundeinkommen. Und das finde ich immer wichtig, diese beiden Perspektiven so auszugleichen und abzuwechseln. Gibt,
Gibt es denn schon erste Erfahrungen, wenn ja jetzt 40 Grundeinkommen verlost sind, welchen Einfluss das zum Beispiel auf die Entwicklung des Individuums hat oder auf die Innovationsfähigkeit oder auf die Qualität seiner, die ja dann auch weiterhin Tätigkeit hier verbringt? Ja, also natürlich, wir haben ganz viele Geschichten. Es haben wenig Leute aufgehört zu arbeiten. Also das ist eine der ersten Erkenntnisse. Der erste Gewinner hat aufgehört zu arbeiten und studiert jetzt. Der hat geschrieben, was würdest du tun? Ich würde meinen Job im Callcenter kündigen und eine Erzieherausbildung anfangen. Und da ist mir sofort klar, ja, Erzieher können wir brauchen. Männliche Erzieher werden immer gesucht. Weibliche ErzieherInnen brauchen wir auch. Und im Callcenter, da gibt es genügend Menschen, die diesen Job zwar nicht machen wollen, aber machen können. Und wir wurden am Anfang oft hinterfragt, freundlich kritisiert, naja, ist das denn übertragbar für ein Jahr und irgendwie zufällig ausgewählt und einzelnen Personen, ist ja eher wie so ein Preisausschreiben, Lottogewinn. So eine ErzieherInnen-Ausbildung dauert ja, oder so ein Studium dauert ja viel länger als ein Jahr. Und obwohl wir nur für ein Jahr, dem Christoph, der hat jetzt auch, kriegt auch schon gar kein Grundeinkommen mehr, hat vor eineinhalb Jahren gewonnen und hat das ein Jahr bekommen, obwohl das viel länger dauert als dieses eine Jahr, diese Ausbildung, hat er trotzdem diese Lebensentscheidung getroffen. Aus so einem Gefühl von, wenn ich jetzt nicht mache, was ich wirklich will, wenn ich jetzt nicht den Arschtritt nehme, wo ich ein Jahr dieses Geschenk habe, dann mache ich es nie. Und da merkt man schon, dass selbst so eine relativ geringe Freiheit, verglichen auf vielleicht 70, 80 Lebensjahre, ein Jahr lang Freiheit, hat eine biografische Entscheidung verändert. Und er macht jetzt eben nicht nur diese Ausbildung, sondern dieses Studium. Er war bisher der Ernährer, der quasi im übertragenen Sinn, also der Erwerbseinkommen in die Partnerschaft gebracht hat. Inzwischen ist seine Partnerin, hat einen Vollzeitjob angenommen. Und da hat sich dann also auch im Beziehungsgefüge was verändert, über dieses Jahr hinaus. Und solche Geschichten könnte ich jetzt ganz viele erzählen. Wir haben mehrere Menschen unter den Gewinnenden, die chronisch krank sind. Und bei allen haben sich die Entzündungswerte oder die Krankheitswerte massiv verbessert. Einfach nur durch den Unterschied, das kannst du sicherlich bestätigen sofort aus deiner Erfahrung, die haben vorher nicht weniger Geld gehabt als vorher. Nur mussten sie vorher jedes halbe Jahr belegen, dass sie bedürftig, krank und ein Opfer sind und Geld brauchen vom Wohlfahrtsstaat. Und plötzlich haben sie es bedingungslos. Und was das an Lebensqualität verändert, das kostet die Gesellschaft keinen Cent mehr. Aber es macht die Welt besser. Und insofern muss ich sagen, dass das Experiment, das, was ich vorher schon geglaubt habe, wie Grundeinkommen wirkt, absolut bestätigt bisher. Was mir noch aufgefallen ist in der Beobachtung dieser ganzen Entwicklung, ist, dass wenn Menschen ausgerottet werden, und also ausgerottet im Sinne von ausrotten, also die Rotter, ne, dann fängt der Körper an, sich Symptome zu zeigen von einer Art Selbstvernichtung. Das Herz rast, Magenbeschwerden, die Leute können nicht mehr richtig essen, sie können nicht richtig schlafen. Und diese Stresssymptome tauchen nicht auf, wenn es eine existenzielle Sicherheit gibt. Das kann das Dach über dem Kopf sein, das ist das Essen. Schön ist es natürlich, wenn man auch noch ein bisschen Geld hat, um kreativ sein zu können, also am Arbeitsleben teilhaben zu können. Das heißt, das Grundeinkommen sollte wirklich nicht nur das Existenzminimum, sondern auch eine Arbeitsaufwandspauschale enthalten, die eben ermöglicht, irgendwo hinzufahren und mitzumachen und vielleicht auch selber mal ein Arbeitsgerät zu kaufen. Ja, ich will mal weitergehen in der Diskussion. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es ist bekannt, dass eben finanzielle Sicherheit Effekte hat. Also die haben wir auch gerade, finde ich, sehr gut gesammelt. Aber was das dann macht, auch mit den Menschen, also wenn alle diese Sicherheit hätten, also ein Grundeinkommen hätten, das wissen wir nicht genau. Nun ist ja eines, sagen wir mal, der Ideen auch der internationalen Piratenbewegung sehr gut ausdrücken in dem Satz Freiheit statt Angst. Ja. Und also wie man das schaffen kann, dass die Menschen freier sind und weniger Angst haben, ist eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Insofern ist das auch eine relativ einfache Antwort. Erstmal, die man auch vermitteln kann und die jeder auch verstehen kann.
Wie wir das allerdings dann realisieren, also wie das dann geht, das ist die Frage ja auch in der YouGov-Umfrage, ja, dass inzwischen eine Mehrheit dafür ist, aber eben die Hälfte, also relativ skeptisch, kann man das denn finanzieren? Und da müssen wir eben wieder ein bisschen zum Kapitalismus kommen, ja, weil der Kapitalismus schafft ja gerade die Voraussetzungen dafür, dass man das finanzieren kann. Ja. Die Idee des Grundeinkommens ist aufgekommen mit der Erklärung der Menschenrechte. Es ist also ein menschenrechtspolitisches Thema, weil gesagt worden ist, wie können diese Menschenrechte verwirklicht werden? Können es ja nur, wenn die Menschen frei sind und keine Angst haben. Aber eben also vor 200 Jahren waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen noch nicht so, dass man wirklich ernsthaft darüber nachdenken konnte, das praktisch auch umzusetzen. Nun hat sich der Kapitalismus rasant entwickelt, ja, und unser Thema ist jetzt auch Industrie von morgen. Und ein Phänomen, das findet man in allen ökonomischen Schriften, ist, dass wir etwas haben, was es in der Menschheitsgeschichte vorher ja noch nie gegeben hat, nämlich Überproduktionskrisen. Nicht? Also wir haben keinen Mangel, ja, also dass praktisch zu wenig da ist und alle sich eben um das Wenige streiten, sondern die Krise der Wirtschaft kommt durch Überproduktion, also dass zu viel da ist. Ja, erinnert sich vielleicht noch jeder an die Weltwirtschaftskrise in den 30ern, wo dann eben in Brasilien der Kaffee verbrannt worden ist. Ja, also irgendwie Unding, da hat man ein gutes Produkt, das ein Luxusprodukt und das wird verbrannt. Ja, also den Menschen vorenthalten. Und dann sieht man einfach, dass diese Form der Wirtschaft, also diese Form von Überproduktionskrisen eben nichts mehr damit zu tun haben, dass die Wirtschaft den Menschen dienen soll. Weil das ist ja im Grunde genommen ja, der Sinn der Wirtschaft immer gewesen seit 10.000, 20.000 Jahren, seitdem die Menschen wirtschaften. Sie haben gemeinsam gewirtschaftet, um selber eben sich versorgen zu können und ihre Situation auch zu verbessern. Und jetzt haben wir auf der einen Seite eine Wirtschaftsform, nämlich den Kapitalismus, der in der Lage ist, wirklich eine Fülle, einen Reichtum zu erzeugen. Aber wir haben das Problem, dass dieses System gleichzeitig verhindert, dass alle Menschen an diesem Reichtum partizipieren können. Und insofern ist auch das Grundeinkommen nicht die alleinige Antwort, aber es ist eben praktisch eine Voraussetzung dafür, dass diese Verteilungsungerechtigkeit beseitigt wird. Alexander, vielleicht eine kleine Korrektur. Es sind 26%, die sich im Moment noch nicht die Finanzierung vorstellen können. Also nicht die Hälfte, sondern knapp ein Viertel von den Zustimmenden ist es dann etwa die Hälfte. Okay, gut. Das sind jetzt natürlich hauptsächlich auch aus der individuellen Sicht des Individuums gesehene Aspekte des Grundeinkommens. Gibt es darüber hinaus nicht auch eine Wirkung dieses Grundeinkommens, innovative Wirkung, die auf die Gesellschaft zurückwirkt, die also quasi dann auch die gesellschaftliche Entwicklung vorantreibt? Also nicht nur den Aspekt des Individuums, sondern auch mal diese Rückwirkung des Grundeinkommens. Ja, also diese Wirkungen würde ich postulieren. Und zwar, du hast uns einen Text rumgeschickt, also im Vorfeld der Veranstaltung. Hier schreibst du, Freiheit und chancengerechtigkeit gehört, Erwerbsarbeit für alle zu ermöglichen. Und auch in dem Text, der auf unserer Netzwerkseite grundeinkommen.de erschienen ist, wird die Frage im Raum, besorgniserregende Frage im Raum geworfen, wird es noch genügend Arbeitsplätze für alle geben? Und wenn ich sowas lese, dann stolper ich immer darüber. Und ich glaube, hierin liegt diese entfaltende Kraft eines Grundeinkommens, nämlich dass wir, und das ist meine These, und das ist auch die Chance der Arbeit 4.0, dieser Digitalisierung, dass es vielleicht erstens ganz gut ist, wenn es nicht mehr so viel Arbeit gibt, dass wir die Produktivitätssteigerung, die wir erleben, durch Umverteilung natürlich, dass wir die positiven Seiten dieser Produktivitätssteigerung endlich auch
quasi an alle weitergeben können, dass alle weniger arbeiten müssen. Das ist ja eigentlich zu begrüßen, dass diese harte körperliche, schwere Arbeit, dass sie immer weniger wird und dass sie immer mehr verschwindet. Das ist, und auf der anderen Seite ist diese Arbeit bisher ja Erwerbsarbeit. Und diese Chance, die im Grundeinkommen besteht, ist, wegzukommen von dieser Erwerbsarbeitszentrierung. Dass wir eben endlich mal einsehen, Arbeit ist mehr als nur Lohnarbeit. Arbeit ist, also das kommt immer noch nicht so richtig in den Köpfen an. Und ein Grundeinkommen würde quasi Voraussetzungen schaffen und die Basis schaffen, andere Arbeiten auch zu machen. Ich spreche da immer, nicht nur ich, aber viele, die über dieses Thema, mit diesem Thema sich beschäftigen, sprechen eben von tätig sein. Sei es jetzt die Care-Arbeit oder Kindererziehung oder Arbeit, ja. Genau. Dass man endlich einen Schritt zurückgehen kann und sagen, hey, was mache ich eigentlich mit dieser positiven Entwicklung? Wie kann ich mein Zeitpotenzial nutzen? Und ein erster Schritt der Anerkennung dieser Arbeit als Arbeit ist auch eine existenzielle. Und diese kann finanziert werden durch ein Grundeinkommen. Wenn wir den Arbeitsbegriff sehen, fällt auf, wenn ich eine Arbeit für einen Reichen mache, jemanden, der Geld besitzt, mir Geld abgeben will, gilt das in unserer Gesellschaft als Arbeit. Wenn ich genau die gleiche Arbeit für einen Arm mache, der kein Geld hat, gilt das als Hobby. Die gesellschaftliche Frage müsste gestellt werden, die hier schon gestellt worden ist, denn im Dokudrama habe ich es dokumentiert. Unsere Regierung ist der Meinung, dass Arbeitslosigkeit gewünscht ist. Da gibt es einen Artikel, der irgendwo auf Webseiten verankert ist, weil die Arbeitslosigkeit eben die Voraussetzung für den Konkurrenzkampf auch im Arbeitskräftebereich ist. Und ihr könnt euch alle erinnern, dass es hieß, 500.000 Leute müssen jedes Jahr zuziehen, damit wir die 30.000 Stellen im Bereich, wie heißen die? Also jedenfalls kam mal in einem Beitrag 500.000 Zuwanderung und wir haben 30.000 offene Stellen im Handwerksbereich, glaube ich, sowas. Und deswegen müssen wir die Grundfrage stellen, wir müssen die Frage stellen, ob nicht in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung es das Recht geben muss, sowohl kapitalistisch orientiert zu leben, als auch kooperativ. Und das versuche ich mit ins Gespräch zu bringen, aber wie erfolgreich das im Bereich Politik ist, bin ich im Moment nicht sehr optimistisch. Wenn sich diese beiden Lebensweisen vertragen? Aus meiner Sicht schon, weil jeder kann ja ein- und aussteigen. Und der Unterschied ist einfach, es gibt keinen Zwang mehr zur Arbeit, aber es gibt die Verführung zur Arbeit. Und jeder kann jemanden verführen, für ihn zu arbeiten. Und wir merken das im Umgang mit Kindern, dass es sehr erfolgreich ist, Kinder zu verführen, mitzumachen. Also sie müssen nicht mitmachen, sie werden auch zum Teil, dann wird registriert, sie machen nicht mit und plötzlich sind sie da und machen mit. Das ist das, was wir beobachtet haben. Und dann, wenn das Ergebnis vorgestellt wird, das ist meistens ein kleiner Kunstfilm, Worte, Bilder, Töne, alles neu erarbeitet, viele haben noch nie ein Gedicht geschrieben und eine Verszeile zugeliefert, viele haben nur 3, 5 Töne gespielt. Und dann entsteht was, wo sie merken, das gefällt uns und das gefällt den Eltern und dann sagen sie, oh, guck mal, das habe ich gemacht. Und ich denke, das ist übertragbar, ja. Okay. Noch eine Wortmeldung hier aus dem Podium im Moment? Sonst würde ich gern mal nochmal darauf hinweisen, dass wir also ein Pad geschaltet haben, wo sich die Zuhörerinnen von draußen auch mit einbringen können. Entweder ist das auf den entsprechenden Blogs und in den Piratenseiten veröffentlicht oder Sie können auch auf betrifftberlin.de gehen. Dort gab es auch schon die erste Anfrage, die erste Bemerkung von einem, jetzt muss ich mal ganz kurz, FJ. FJ schreibt...
jetzt ist er raus, jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Er schreibt, Johannes, deine Sicht auf Grundeinkommen, Gesellschaft, System und Individuum schätze ich, aber politisch gedacht macht dies in der Debatte mit der skeptischen Öffentlichkeit die Diskussion nicht noch schwieriger. Ja, ich kann den Einwand absolut nachvollziehen. Micha hat mal, der macht ja bei uns die Hauptinterviewarbeit, hat mal irgendwo diesen kapitalismuskritischen Ansatz in einem Interview erwähnt. Und dann kamen gleich besorgte Anrufe aus der Schweiz, die da gerade in einer Volksabstimmung arbeiten und sagen, jetzt lass uns bitte, bitte dieses Grundeinkommen, wir haben das so schön in die Mitte der Gesellschaft jetzt gebracht, jetzt lass es nicht als linkes Projekt wieder gelabelt lassen zur Abschaffung des Kapitalismus. Und ich kann es total verstehen, weil wenn ich Menschen mit dem Thema erreichen will, deswegen machen wir ja bei Mein Grundeinkommen auch völlig ideologiefrei. Wir positionieren uns zu keinem Finanzierungs-, zu keinem Politiker, wir lobbyieren nicht. Wir sagen einfach nur 1.000 Euro aufs Konto. Und dann jeder kann sich darunter vorstellen, was sie oder er möchte. Und gleichzeitig ist es mir die Ehrlichkeit, die Offenheit wichtig, Radical Honesty. Und gerade in solchen Vorträgen wie hier, ich kann mir überlegen, wann ich was wohin schreibe, aber gerade in so Runden wie hier, wo wir das Thema auch aus so einer Hubschrauberperspektive sprechen, möchte ich da nicht irgendwie Gedanken zurückhalten. Und wenn man guckt, irgendwie wie jetzt, was jetzt in den USA gerade in dem Wahlkampf da passiert mit Bernie Sanders, der da ganz anders Dinge sagen kann und dafür Zustimmung erntet, wo man vielleicht vor 2 Jahren nicht gedacht hätte, dass eine amerikanische Gesellschaft, US-amerikanisch, da mitgeht, dann glaube ich, wir haben den großen Vorteil, dass Kapitalismuskritik inzwischen fast schon en vogue ist. Also, dass man da sich nicht mehr um ihn verstecken muss. Die Frage ist immer, nachdem ich dann plumpe Kapitalismuskritik einmal ausgesprochen habe, was ist es denn überhaupt? Und ich glaube wirklich, wir haben hier Bildungsaufgaben zu leisten. Wir müssen verstehen, wo ist denn der Unterschied zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft? Und diese lange Lüge des Kapitalismus, dass er immer behauptet, Marktwirtschaft gäbe es nur mit ihm und das sei eigentlich dasselbe und synonym, die wir jahrzehntelang gelernt haben, aufzudecken. Und gleichzeitig weiß ich, wie schwierig das ist, und wir haben auf der Republican Talk gehalten und wir haben uns fast in die Hose gemacht, Micha und ich, weil wir quasi die Gedanken dahinter geäußert haben und gedacht haben, wow, den Kapitalismus, den darf man doch nicht kritisieren und mögen uns die Menschen jetzt noch. Das war so schön unpolitisch, das war so schön leichtgängig, so einfach. Aber wir müssen darüber offen sprechen und wir müssen es auch als System verstehen, weil also unser zweites Projekt ist ja sanktionsfrei.de, da machen wir gerade ein Crowdfunding und da wollen wir eine Internetplattform bauen, die sich quasi zwischen Jobcenter und Betroffene schaltet, als ein Online-Portal und auf 3 Wegen die Sanktionen abschafft, indem zum einen, wenn man irgendwas eingibt, was eine Sanktionsgefahr betrifft, man sofort gewarnt wird und gesagt, Achtung, das, was du hier antwortest oder tust, das führt vermutlich zu einer Sanktion, möchtest du vielleicht anders handeln? Wenn es eine Sanktion gibt, dann bekämpfen wir die rechtlich mit Widersprüchen und Klagen, was viel zu wenig gemacht wird, weil es total anstrengend ist und aufwendig ist und man möchte ja eigentlich leben, Erwerbsarbeit machen oder andere Arbeit machen und sich einbringen und nicht mit dem Jobcenter hauptberuflich irgendwie kämpfen. Und wenn es eine Sanktion gibt, wollen wir die versuchen, aus dem Solidartopf auszugleichen. Und das machen wir dann, indem die Klagen, die gewonnen werden, wo das Jobcenter die Anwältinnen bezahlt, dieses Geld in den Solidarkopf kommt, wo die, deren Sanktionen nicht aufgehoben werden, das Geld bekommen können. Und dieses System, wie wir das finanzieren, können wir nur verstehen, wenn wir das als System betrachten und weg vom Individuum. Sonst wären wir nie auf diese Idee gekommen, wie wir den Solidartopf füllen, nämlich dass das Jobcenter quasi selber die Aufhebung der Sanktionen bezahlt, indem es uns dafür bezahlt, dass wir erfolgreich gegen das Jobcenter klagen. Und also lad euch ein, euch am Crowdfunding zu beteiligen und noch viel wichtiger, das auch weiter zu erzählen in den sozialen Medien. Wir brauchen 150.000 Euro, damit wir die Plattform wirklich starten können. Und wir müssen da systemisch ran und angreifen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wenn man immer über die Finanzierung spricht und welche Steuersätze da vielleicht nötig wären, egal auf welcher Höhe. Die wenigsten Menschen machen sich bewusst, wie viel von der Wertschöpfung, die ich in die Gesellschaft reinbringe, wenn ich Erwerbsarbeit mache, nach allen Abzügen an Solidarbeiträgen bei mir überhaupt in der Tasche ankommt. Und wenn ich das mal wirklich aufschlüssel und sage, okay, da ist die Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer,
Wenn ich das alles in einer Summe abziehen würde, dann bleiben bei mir 20-30%. Das ist quasi eine 70-80%ige Solidarbesteuerung dessen. Das haben wir heute schon. Und wenn ich dann noch eine Partnerin, einen Partner oder Kinder mit diesem Einkommen mitversorge, dann bleiben bei mir 5-10% von dem, was ich an Wertschöpfung gemacht habe, dass ich das mir quasi wieder rausnehmen darf. Und plötzlich ist ein Steuersatz von 80% nicht mehr utopisch, weil man merkt, oh, den haben wir ja heute schon. Wenn wir es nicht ganz geschickt in der arbeitgebenden Anteil, arbeitnehmenden Anteil und irgendwie schön klein aufgeschlüsselt, so ist ja wie eine Tarnberechnung, dass es eben nicht bewusst wird. Man könnte den Lohnzettel auch ganz anders schreiben. Man könnte sagen, hier brutto 2000, netto kriegst du 300 raus. So, das war's. Und dann würden wir alle sagen, ja, dann können wir auch Grundeinkommen machen. Ja, das hatte ich jetzt unterstellt. Das hatte ich jetzt unterstellt, wenn ich nur 300 rauskriege, dass da schon ein Grundeinkommen drin ist. Ich werde nachher nochmal auch so ein, zwei Sachen ein bisschen praktisch anschneiden dazu. Dann komme ich auf dieses Beispiel gar nochmal zurück. Ich würde gern jetzt mal eine erste Publikumsrunde machen und sehe da hinten auch schon eine Wortmeldung. Mick, hilfst du mir mal bitte kurz? Soll ich mich mal da hinsetzen? Ich setze mich mal lieber hin, sonst nehme ich immer die Sicht. Also, mein Name ist Joachim Neu, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Bereich berufsbildende Bildung. Der eine Fuß und der andere ist Bürgerbewegung Charlottenburg-Wilmersdorf. Und vielleicht demnächst sollten die Piraten sich bei uns zerbröseln, vielleicht mit einem Neuanfang mit einer Wählergemeinschaft. Und das ist also auch eine Frage in dem Wahlkampf, was könnte da Sozialpolitik auf kommunaler Ebene vielleicht mal bewirken oder eingefordert werden. Jetzt habe ich folgende Fragen. Einmal, vorhin war eine Sendung, die ich immer gerne höre, Essay und Diskurs. Da wurde gesagt, Industrie 4.0, 4 Millionen Arbeitsplätze fallen weg. Ja, und das sind dann wahrscheinlich nicht nur die körperlichen Arbeitsplätze, die dann vielleicht wegfallen. Dienstags 8. März, auch einige Sendungen gehört jetzt auch zu der Frage, wie sind die Frauen besonders da im Arbeitsbereich betroffen? Also auch vielleicht eine Frage an Sie, ist da eine besondere Situation, die man nochmal erwähnen musste? Und die andere ketzerische These, die ich jetzt aufstelle, wir haben schon das bedingungslose Grundeinkommen. Und zwar im Rentenbereich. Früher hatten wir immer die... Augenblick, ja, wir können uns ja gleich auseinandersetzen. Sie schüttelt schon den Kopf da. Also normalerweise war ja immer aufgestockt. Die Rente wurde aufgestockt, da musste man nachweisen, man hat kein Geld. Und, dann, und jetzt ist es ja so, dass man also eine Grundrente bekommt. Und das ist nichts als das bedingungslose Grundeinkommen. Und das wird die Zukunft unserer Nation werden. Wenn wir wissen, wie die Rentenentwicklung sich ja... erweisen wird in den nächsten Jahren, werden wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Viertel der Nation Grundeinkommen haben, bedingungslose oder bedingungslose Rente. So, Problem ist natürlich, dass da als gewerkschaftlich Arbeitnehmerbeiträge drin sitzen, die eigentlich wegfallen, für diejenigen bezahlt haben, die anderen bekommen so, auch ein Problem der Legitimation. Und die Gewerkschaften sehen natürlich immer die Kopplung an die Arbeit, wie die SPD ja auch. Ne? Das Problem, was heißt das für das gesamte Sozialsystem, vielleicht auch für die Rolle der Gewerkschaften. Klar, die sind ja auch ein Unternehmen, was Interessen hat. Oder. Also jetzt die Frage, ja, einmal die Frage Situation der Frau. Ist da noch eine besondere Situation? Also da war so eine Diskussion am Samstag Weiberwirtschaft und andere, die da das nochmal angesprochen haben, dass überhaupt diese finanzielle Situation von Frauen. Und die andere Frage, haben wir eben dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht schon so? Und ist das eigentlich jetzt nur weiterzuführen oder weiter auszubauen? Ja, so, das sind die Fragen. Also die Rentenbeträge sind für viele Menschen so gering, dass sie noch zusätzlich arbeiten müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen oder zum Sozialamt zu müssen. Für Frauen und Männer, die Kinder erziehen wollen, ist es immer angenehm, wenn sie Mitbestimmungsrechte haben. Das Problem bei den Hartz-IV-Gesetzen ist ja, dass die Mitbestimmungsrechte außer Kraft gesetzt wurden über Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen. Was die Gewerkschaft betrifft, muss ich erzählen, dass ich im Auftrag von Zirske angesprochen wurde. Die Gewerkschaft wollte das Dokudrama realisieren aus dem Werbetopf und plötzlich war das kein Thema mehr. Ich kriegte Redeverbot
Und es hieß, in den Vorständen sei entschieden worden, man sei gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ich bin dann durch das Gewerkschaftshaus gelaufen und habe immer die Türen reingefragt, sind wir fürs bedingungslose Grundeinkommen? Und alle sagten ja. Und dann habe ich gesagt, na, dann gründen wir eine Arbeitsgemeinschaft zu dem Thema. Und das wurde von oben verboten. Ich sollte mich in ehrenamtlicher Arbeit in die Vorstände hocharbeiten. Das müsste ich nochmal genau nachlesen, weil ich, es war schon vor ein paar Jahren, das war glaube ich sogar schon vor der Chemotherapie, wo dann dieser große Erschöpfungszustand dann überging in eine Krebserkrankung. Und die Gewerkschaft hat seitdem dieses Thema auch nicht wieder aufgenommen. Es gibt eine Untergruppierung, die interessanterweise eher von der Telekom kommt, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Ich meine, es gibt ja jetzt zum Beispiel im Bildungsbereich gibt es dieses Sabbatjahr, dass man sich einrichten kann, wo man eben ein Jahr, wenigstens alle 7 Jahre, mal tun kann, was man will, eine Weltreise machen oder sich um irgendjemanden kümmern oder mal probieren, ein Autor zu sein. Das gibt es aber nicht für alle Bevölkerungsschichten. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert in letzter Zeit, was eigentlich die Ursache dieser Gewerkschafterinteressen war, dass es ausgerechnet die, denen es gar nicht so schlecht geht, also nicht die, die in Hartz IV sind, also freischaffend sind, sind ja viele Start-up-Unternehmen. Das zum Beispiel beim Kapitalismus würde ja eigentlich Start-up-Unternehmen auch fördern, ne? Wenn da eine Grundsicherung drin ist. Und gut, ich würde jetzt erstmal weitergeben und kann mich dir dann weiter. Wenn Fragen aber sind, dann werden wir das. Ja, also alle wollen hier was zur Rente sagen. gut, ich wollte gerade ja da einsetzen, weil du das ja auch vorgelesen hast, bezüglich Verteilung von Erwerbsarbeit. Nun, Grundeinkommen ist natürlich eine Utopie, also ist sozusagen ein ganz fernes Ziel. Und wenn wir hier Politik machen, also vor allem im Landesparlament Politik machen, muss man sich eben mit diesen ganz kleinen Schritten beschäftigen. Ja? Das heißt, man muss sich eben auch überlegen, was kann man überhaupt tun, damit sich eben diese ganze Politik, ja, also diese ganze gesellschaftliche Bewegung eben in Richtung dieses Fernziels auch bewegt. Und hier haben wir natürlich das Problem, was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass diese strikte Trennung in Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit gerade mal so 200 Jahre alt ist. Ja. Meine, als die Menschen eben so ihren eigenen Acker hatten, war klar, dass natürlich zur Ernährung Arbeit notwendig ist, also das ist natürlich auch Arbeit, die man leisten muss, um essen zu können, das, was heute eben diesen Begriff Erwerbsarbeit ist, aber gleichzeitig hat man auch ganz andere Dinge gemacht, die Hausarbeit gehörte dazu, es gab diese Trennung nicht, ja, und durch die Entwicklung vor allem eben der zweiten industriellen Revolution, wie man das sagt, ist diese Trennung auch in den Köpfen gewachsen. Ja, auf einmal war sozusagen werthaltige Arbeit oder Arbeit, die eben gesellschaftlich anerkannt wurde, nur Erwerbsarbeit und alle andere Arbeit wurde abgewertet. Oder wie vorhin gesagt, ist Hobby, ist ja deine, du musst dich erstmal darum kümmern, dass du dich ernähren kannst. Also Erwerbsarbeit steht im Vordergrund. Und das nutzte natürlich auch erst einmal der ganzen kapitalistischen Entwicklung. Kapitalistisch organisierte Wirtschaft orientiert sich eben an dem Gewinn. Ja, das heißt, das, was produziert wird oder nicht produziert wird, wird nicht unbedingt sachlich entschieden. Also aufgrund der Notwendigkeit brauchen wir dieses Produkt oder brauchen wir dieses Produkt nicht, sondern es wird geguckt, mit welchem Produkt kann man den höchsten Gewinn erzielen. Und damit bewegt sich eigentlich die Produktionssteuerung immer weiter weg von den wirklichen Bedürfnissen der Menschen oder den Bedürfnissen der Gesellschaft. Und das merken auch viele. Ja. Aber was hat das jetzt mit den Gewerkschaften zu tun? Natürlich gibt es zwei Gründe. Also Gewerkschaften
folgen natürlich dem Erwerbsarbeitsmodell. Das heißt, sie haben eben Schwierigkeiten, sich andere Arbeitsmodelle vorzustellen und sagen dann auch eben, gut, damit unsere Mitglieder, also die lohnabhängig Beschäftigten, sich auch in Zukunft ernähren können, brauchen wir immer mehr Erwerbsarbeit. Auf der anderen Seite wird auch schon klar, dass das wahrscheinlich nicht so weitergeht. Und da kommt eben auch die Industrie 4.0. Wir werden irgendwann mal Roboter haben, die eben die meisten Dinge herstellen können, sodass einfach die Erwerbsarbeit immer weniger wird. Und hier kann das Grundeinkommen ja auch, das wäre das Positive im Sinne der Interessen auch der abhängig Beschäftigten, also der Gewerkschaften, dadurch wirken, dass die Arbeit gleichmäßiger verteilt wird. Ja. Also das heißt, was auch schon in den Gewerkschaften der Fall ist, man setzt sich eben dafür ein, es geht gar nicht mehr um diese Lohnerhöhung, sondern um mehr Freizeit. Die Menschen sitzen so im Hamsterrad, das heißt immer weniger arbeiten, immer mehr, während eben immer mehr von der Arbeit auch ausgeschlossen werden oder jedenfalls fürchten, Angst haben, in Zukunft ausgeschlossen zu werden. Und dabei muss man eben sehen, dass egal wie die Arbeit organisiert ist, ja, natürlich Arbeit auch gesellschaftliche Teilhabe ist. Also nicht nur Erwerb. Ja. Das bleibt ja im Hintergrund. Und es ist sozusagen erst einmal eine der Schritte, die wir in Richtung Grundeinkommen machen, dass wir eben auch versuchen zu sagen, okay, wir können mit dem Grundeinkommen zu einer gerechteren Verteilung der Erwerbsarbeit kommen, ja, sodass einfach nicht nur, also dass alle eben die Chance haben, da auch teilzuhaben. Wie sich das dann weiterentwickelt, also Richtung Fernziel, ja, also was aus der Erwerbsarbeit dann nach Einführung eines Grundeinkommens in 100, 200 oder weiß ich wie viele Jahren wird, ist dabei ausgeblendet. Da kann man drüber nachdenken, spekulieren, aber letztlich, also das soll man aber auch sagen, ist das Grundeinkommen eben auch so ein Hack, wie man das System eben praktisch verändern kann. Ja? Und da sollte auch keiner Angst vor haben, das auszusprechen. Das Besondere bei der Idee des Grundeinkommens ist ja, dass es wirklich von vielen Gruppen, also egal welchen ideologischen Hintergrund sie haben, als eine gute Idee gesehen wird das sollte man auch befördern. Also erstmal geht es auch darum, diese Idee in der Gesellschaft weiter zu befördern, und wie das dann realisiert wird, das ist natürlich eine politische Entscheidung, das hängt auch von politischen Mehrheiten ab. Ja. Und zwar, was ich recherchieren konnte, war, dass die Gewerkschaft Angst hatte, vor Bedeutungsverlust. Und ich bin aber der Meinung, und ich glaube ihr alle auch, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ja erstmal die Voraussetzung für Widerstand ist und eine Streikgrundlage. Aber irgendwie war das dann schon so viel fest, dass da gar nicht mehr diskutiert wurde. Ja, also ich glaube immer noch, dass wir noch weiter wegkommen müssen von dieser Erwerbsarbeitszentrierung. Das ist auch begründet in den Sozialversicherungssystemen, die uns ja begleiten seit über 130 Jahren mittlerweile. Ich möchte was dazu sagen, nämlich es ist eben kein bedingungsloses Grundeinkommen, die Rente, die wir jetzt haben, denn sie ist an die Bedingungen eines bestimmten Alters geknüpft. Der Aufenthaltsort ist festgelegt, man kann jetzt nicht als Rentner sagen, ich ziehe nach sonst wohin. Und es wird immer auch geprüft, ist der Ehepartner, der gemeinsam in einem Haushalt lebt, kann der noch arbeiten? Weil wenn nämlich diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann gibt es gar keine Mindestrente, wie sie bei uns heißt. Und natürlich gibt es die auch nicht vorm offiziellen Renteneintrittsalter mit 67. So. Das ist die Grundsicherungsrente, meine ich. Also ich. Sage ich ja, habe ich ja gesagt, es ist keine Grundrente und kein Grundeinkommen. Ich bin auch Sozialwissenschaftlerin. Aber gut. Ich wollte es eben dieser These widersprechen und sagen, nein, es ist kein Grundeinkommen. Und
würde dann gerne auch noch kurz über das Sozialversicherungssystem reden, wie wir es haben. Nämlich in diesem System zeigt sich ganz deutlich im Rahmen der Digitalisierung, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Und es nimmt immer weiter zu. Wir haben zum Beispiel gerade die digitalen Arbeitsplätze sind ganz oft selbstständige Arbeitnehmer. Die Zahl ist wieder leicht gestiegen in den letzten Jahren, nachdem sie Mitte der 2000er etwas eingebrochen ist. Diese Personen, die selbstständig arbeiten, die haben fast keine Möglichkeit, außer über die Künstlersozialkasse, in dieses System der Versicherung hereinzukommen überhaupt. Die Arbeitslosenversicherung ist viel zu teuer. Rentenversicherung, davon möchte ich gar nicht reden. Und also dieses ganze Versicherungssystem ist so eine hohe Belastung, eben weil es nicht diese Beteiligung der Arbeitgeber gibt. Diese paritätische Finanzierung, die fällt hier komplett weg. Und ich glaube, dass diese selbstständige Beschäftigung noch weiter zunehmen wird. Und gerade an den Selbstständigen sieht man eben, dass das Versicherungssystem krankt und dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und deswegen müssen wir ganz dringend politisch auch ganz neue systemverändernde Modelle in den Ring werfen und diskutieren. Und nicht nur diskutieren, einführen am besten. Das ist, davon bin ich überzeugt. Und ich will auf jeden Fall, dass die Arbeitgeber da beteiligt sind, und zwar massiv. Die Arbeitgeber versuchen heute, gerade die Filmschaffenden zum Beispiel, die werden ausgebeutet als Selbstständige. Die KSK, die sind teilweise in der KSK, nicht alle, teilweise. Und die Arbeitgeber, die drücken sich quasi sogar um diesen Beitrag, den sie zur KSK zahlen müssen. Das muss man sich mal vorstellen, weil keiner auf von staatlicher Seite nicht richtig kontrolliert wird, ob diese Abgabe gezahlt wird, den die Arbeitgeber normalerweise für angestellte Arbeitnehmer zahlen. Also da schwimmen eben diese Grenzen so. Genau, das wollte ich noch anmerken. Ja, dann sind hier noch einige Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich denke, dann machen wir erstmal damit weiter. Also ich habe nochmal eine Frage, und zwar habe ich ein kleineres Problem damit, diese Systemerneuerung damit zu verknüpfen, dass man sagt oder so den Eindruck vermittelt, als möchte man vielleicht in eine präkapitalistische Gesellschaft zurück. Das hört sich für mich in meinen Ohren so ein bisschen romantisch an, also wie der Herr hier links es gesagt hatte, wir haben weltweit eine Überproduktion. Ich glaube, das stimmt nicht. In den allermeisten Ländern herrscht noch bittere Not. Das heißt, die meisten Länder brauchen noch massive Investitionen und müssen brauchen tatsächlich massives Wirtschaftswachstum, würde ich mal sagen. Und auch, was Sie so schön sagten, die Zeit, als jeder noch seinen kleinen Acker bestellt hat. Damals war das Leben hart, brutal und kurz. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach den Menschen was anderes, was Besseres anbieten. Das war so ein bisschen meine Frage. Wie stehen wir dann zu Wirtschaftswachstum, zu der Frage Wachstum? Eine Mehrproduktion, Karl Marx zum Beispiel, hat ja auch den Kapitalismus nicht dafür kritisiert, dass er die Produktivität erhöht hat, sondern fand ja deswegen den Kapitalismus einen Fortschritt, sondern hat nur gesagt, irgendwo geht er irgendwann an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde. In meinen Ohren hört sich das alles ein bisschen romantisch an, und ich glaube, wir können mit dieser Kritik sicherlich nicht weiterkommen. Ich wollte auch auf eine Veranstaltung hinweisen. Ich bin vom Freiblick-Institut. Zum Thema brauchen wir Wirtschaftswachstum, die wir mit der Heinrich-Böll-Stiftung und anderen zusammen machen. Internationale Veranstaltung mit einem Redner aus Bulgarien am 7. April, zu der ich auch sehr gerne einladen würde. Und ich glaube, das Thema Grundeinkommen würde dazu auch gut passen, weil ich glaube, wir müssen über diese Fragen diskutieren. Ja gut, also ich jetzt angesprochen worden bin, der Beruf des Kapitals ist die Entwicklung der Produktivkräfte. Das ist ein Zitat aus dem Kapital von Marx. Das heißt, ohne diese Entwicklung der Produktivkräfte gäbe es gar nicht die Voraussetzungen für eine wie auch immer geartete freie Gesellschaft. Das ist ja die Janusköpfigkeit des Kapitals, die Marx ja auch sehr gut analysiert. Also jetzt mit
Romantik an sich, da muss ich sagen, hat das alles überhaupt nichts zu tun, sondern es zielt ja gerade darauf ab, wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten. Das heißt, wie wollen wir selber unser Schicksal in die Hand nehmen, also die Gesellschaft gestalten. Und das setzt eben genau diese Freiheit voraus. Und ich glaube, das ist, wenn man so will, die Diskussion, die eben auch von den Sozialisten und Kommunisten, also seit 150 Jahren, geführt wird. Nur die Antwort, die da letztlich gegeben worden ist, ist aus meiner Sicht eben etwas unbefriedigend. Weil im Grunde genommen, also wenn man es jetzt mal verkürzt, war das Ergebnis, wir können gar nicht viel tun. Die Gesellschaft entwickelt sich ja irgendwie aus sich selbst heraus, ja, also auch wenn die einzelnen Menschen daran teilnehmen, aber das System wird irgendwann an seinen Widersprüchen zugrunde gehen. Dann gibt es eine Revolution, ja, und dann plopp, auf einmal haben wir also eine wirklich sozialistische oder diese utopische Gesellschaft, ja. Wobei eben die Utopien ja seit 500 Jahren, also seit Beginn dieses Prozesses, ja genährt werden, also durch das namensgebende Werk Utopia von Thomas More, ja, wo, wenn man das gelesen hat, ja auch wirklich jeden, der sich mit Sozialentwicklung beschäftigt, da fasziniert, weil das ist eine wirklich freie Gesellschaft, in der gibt es auch kein Geld mehr, in der wird produziert und die Verteilung funktioniert, also eine ideale Gesellschaft, die wir wahrscheinlich nie bekommen werden. Aber deswegen zurück irgendwie, also die Vorstellung, man könne eben sozusagen zu dem eigenen Acker zurück, geht nicht. Das mit der Überproduktion, ja, das ist eine Verteilungsfrage. Generell produzieren wir genug, um alle Menschen zu ernähren, und da sind tatsächlich auch Fortschritte, trotz aller schrecklichen Nachrichten, die wir haben. Generell geht die Zahl der hungernden Menschen tatsächlich zurück. Ja, ne? Aber man sieht eben, dass alle politischen Maßnahmen, das, was alles sehr unbefriedigend ist, und dass wir eigentlich mehr könnten, ne? Weil wir gleichzeitig eben diese durch den Kapitalismus, also durch die Entwicklung der Produktivkräfte, diese Überproduktion haben. Und wenn es da eine einfache Antwort gäbe, ich glaube, dann wäre die schon realisiert. Es ist keine einfache Antwort. Und das ist auch ein Streit der Interessen. Ja, es ist ein Streit von verschiedenen Kulturen und so weiter und so fort. Da können wir jetzt ewig diskutieren. Aber diese Idee des Grundeinkommens fokussiert das einfach auf einen einfachen Punkt. Ja? Versucht den Menschen eben Angst zu nehmen und gebt ihnen mehr Freiheit. Und dann entwickelt sich eben auch die zukünftige Gesellschaft besser, und möglicherweise auch entwickelt sie sich nur, weil, wenn ich dran denke, und das sind die aktuellen Diskussionen, dass wir eben wieder eine Renaissance dieses völkischen Nationalismus erleben, der ja aus einer diffusen Angst entsteht vor dem anderen, vor dem Fremden, ja, dann glaube ich, werden wir eben wieder gesellschaftliche Rückschritte erfahren in den nächsten Jahren, wenn wir eben nicht den Menschen klar machen, sie müssen eben ohne Angst in die Zukunft zu sehen, sie müssen eben auch bereit sein, neue Wege zu gehen und auch Experimente zu machen, Risiken einzugehen. Ja? Anders gibt es keine Entwicklung in der Zukunft. Ich wollte nur kurz einfügen, der jetzige Radikalkapitalismus ist ja gescheitert. Die Scherung zwischen Arm und Reich hat nicht nur in der Welt zugenommen, sondern auch innerhalb von Deutschland. Und das bedingungslose Grundeinkommen setzt ja nicht den Kapitalismus außer Kraft, sondern es gewährt den Menschen erstmal Mitbestimmungsrechte. Und diese Mitbestimmungsrechte bewirken dann oder verändern den Kapitalismus. Aber sie setzen ihn nicht völlig außer Kraft. Ja, also nur eine Bemerkung zu Kapitalismus. Also der Kapitalismus ist noch lange nicht tot. Wer es historisch sich anguckte, hat er immer flexibel reagiert. Durch Kapitalvernichtung, über Inflation, Kriege oder wer weiß. Und er ist überall wieder auferstanden. Also diese Untergangsszenarien, ich kann sie nicht mehr hören, lesen oder nachvollziehen. Es ist nicht so einfach.
Also er mag ja mal irgendwo zusammenstürzen, aber das kann auch länger dauern, weil er doch eine Menge andere Auswege hat. Da sollte man sich nicht so Illusionen machen oder dogmatisch verfestigt sein. So, jetzt meine Sache aus der Kritik, sage ich jetzt bei den Gewerkschaften. Kollegin da vorne, entschuldige, ja, hier links die Dame, du sagtest, das sei kein bedingungsloses Grundeinkommen, was für die Rentner. Aber gesehen mal vor diesen Nebeneinflüssen, darf nicht ins Ausland, halte ich für Bagatelle. Oder dass da, naja, das ist nicht zentral. Das Zentrale ist, das Geld wird bedingungslos ohne eine individuelle Prüfung ab 66 plus überwiesen und nicht mehr wie früher bei der Sozialhilfe wurde es aufgestockt und da muss man nachweisen, dass man kein Geld hatte oder keine anderen Einkünfte dergleichen. So, das Modell ist ein Change-Modell. So, und jetzt sage ich mal die Kritik der Gewerkschaften. Die Renten sind runtergesetzt worden von, weiß ich, 65 auf 43 demnächst. Man hätte normalerweise, um mal die alten Renten bezahlen zu müssen, die Arbeitgeberbeiträge oder Arbeitnehmerbeiträge höher setzen müssen. Das heißt, mit dem Runtersetzen sind die Arbeitgeber auch zur Hälfte ausgestiegen aus der paritätischen Bezahlung. Das ist bei der Krankenkasse ja auch der Fall jetzt mit den Zusatzbeiträgen. Es ist eine, und mit diesen Minijobs und was aber haben, alles nur ein Aussteigen aus der, das ist Tarifesatz, dass die Sozialversicherung an die Wand gefahren worden ist und wird. So, was heißt das nämlich? Diese bedingungslose Rente wird aus Steuergeldern bezahlt. Das heißt auch, da die oberen nicht wirklich Vermögensteuer, Erbschaftssteuer oder Hochsteuer belangt werden aus der Mehrwertsteuer. Wo kriegt Schäuble zurzeit seine schwarze Null? Über diesen riesen Mehrwertsteuerkonsum durch die wenig diese Zerstörung der Geldanlagen wird generiert der Steuersäcke und nicht die oberen. So, und das ist jetzt die Kritik der Gewerkschaften. Weil du sagst, ja, die Arbeitgeber müssen sich beteiligen. Ja, wo denn dann? Wenn wir das jetzt auch das gesamte System umsetzen, also nicht nur die Rentner, alle bedingungslos, dann sind die Arbeitgeber doch raus. Dann zahlen sie doch nichts mehr in die Sozialkassen. Dann wäre nur das Modell, das will ja die Linke, und das ist wahrscheinlich politisch, wahrscheinlich selbst mit der SPD ja nicht mehr umzusetzen, eine enorme Erhöhung der Erbschaftssteuer, der Vermögenssteuer und der Höchststeuer. Dann kann ich das Modell ja bezahlen über Steuergelder, weil die andere Schicht, die reiche Schicht, es finanziert. Aber solange das von denen nicht finanziert wird, läuft es darauf hinaus, dass die Sozialversicherung abgeschafft wird und die Masse der Bürger über ihre Lohn-, Einkommensteuer und Mehrwertsteuer das bedingungslose Einkommen bezahlt. Und das ist jetzt die Kritik aus der Gewerkschaft, abgesehen von berechtigten Einwänden, hier Organizing-Probleme und dergleichen, was ja richtig ist. Man soll ja nicht so bläulich sein, die Gewerkschaft nennt ihre Probleme, da aus der Erwerbsgesellschaft auszusteigen. Gut, in der Zentrale der SPD, Grundsatzfragen und Forschung, war Oliver Schmolke der Meinung, dass es eigentlich keine Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen gäbe. Er ließ sich jedenfalls überzeugen. Ein Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen war, unser Wählerklientel sind die Angestellten im öffentlichen Dienst, wo sollen wir mit denen hin? Ich sagte, in die Steuerverhandlung, die finanziert sich selbst. Die scheint aber keiner zu wollen. Das Problem, das war jetzt mal angesprochen. Also wir haben tatsächlich, also ich habe als Abgeordneter die Beschwerde einer Rentnerin bekommen, ja, die sich in ihren Grundrechten dadurch verletzt sieht, dass ihr nicht erlaubt wird, in Spanien zu wohnen. Ja. Nun haben wir eben praktisch hier Freizügigkeit, also jeder kann dahin. Wieso kann sie nicht in Spanien wohnen? Na, weil sie in Spanien eben die Grundsicherung nicht bekommt. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, sie ist gegenüber anderen Rentnern, die eben meinetwegen so ihre Rente bekommen, 1.000, 2.000 Euro und die können dann überall wohnen, wo sie möchten auf der Welt. Ja, sobald sie eben im Grundsicherungssystem ist, ist sie hier in Deutschland quasi gefangen. Und das wird eben als, wie soll man sagen, Verletzung von Grundrechten angesehen. Ja. Nun gut, insofern, dass eben zu diesen ganzen Bedingungssystemen, ja, zum anderen haben wir gerade dann, wenn es eben um Grundsicherung geht, also wahnsinnig viel Hürden. Also erstmal muss die beantragt werden, ja, das machen viele gar nicht, ja. Dann die
die das vielleicht machen und die auch wirklich sehr wenig Geld haben, die nicht auskommen mit ihrem Geld, stellen dann fest, dass sie 1 Euro über der Grenze liegen und dann nichts bekommen. Ja. Das wird dann eben auch als sehr ungerecht empfunden. Und dieses alles würde eben wegfallen, wenn man eben so etwas, ein Grundeinkommen eben, Grundsicherung, soziokulturelles Existenzminimum einfach jedem auszahlen möchte, würde. Frage ist, wie hoch das sein muss und welche Probleme gibt es dann, also mit Wohngeld, mit Wohnen und so, kann man ellenlang diskutieren, das ist nicht einfach. Aber es ist erst einmal faktisch eine Art der Verteilung, ja, die eben jedem die gleichen Chancen gibt. Also Chancengleichheit, Verteilungsgerechtigkeit. Das sind eben die Punkte, die das bedingungslose Grundeinkommen liefern kann und die eben alle anderen bedingten bürokratischen Absicherungssysteme eben nicht liefern. Ja? Das ist erwiesenermaßen nicht liefern können. Ja? Das wollte ich eben dazu noch sagen. Und gut, ich gebe jetzt mal an jemanden anderen weiter. Weil, wie gesagt, man kann da eben wirklich stundenlang noch drüber reden. Aber wir wollen ja hier auch in Diskussion kommen mit Ihnen. Ja, das sind im Moment 2 Wortmeldungen. Gibt es hier vorne noch was? Sonst gehen wir erstmal wieder ins Publikum rein. Ja, bitte. Ja, schönen guten Tag. Danke erstmal, dass du, lieber Detlef, mich richtig dazugeholt hast hier zu dieser Veranstaltung. Du hattest mich gebeten, mein Statement zu dem Thema richtig mal abzugeben. Und ganz kurz erstmal noch, mein Name ist Michael Fielsch. Ich bin vom Projekt Grundeinkommen für alle der BGE-Lobby UG, der Gesellschaft zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und wie die meisten wissen, die mich kennen, war ich bis vor kurzem von Beruf leidenschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiver Taugenichts. Und ich möchte mal ganz gerne, als ich mir den Flyer durchgelesen habe, habe ich 2 grundsätzliche Gedankenfehler entdeckt und darauf würde ich ganz gerne eingehen und daraus eine Bitte an die Piratenpartei dann ableiten. Erstens, wir haben alle ein Grundrecht auf die Nutzung der Ressourcen unseres Heimatplaneten. Jedes andere Tier nutzt dieses Grundrecht ebenfalls und geht ungeniert etwas fressen, wenn es Hunger hat. Es fragt nicht danach, ob es die Natur zum Überleben nutzen darf und benötigt dafür auch keine Genehmigung. Mir steht der Apfel am Baum zu, weil ich so wie alle Tiere und Menschen ein Recht auf die Nutzung der Natur zur Absicherung meiner Existenz habe. Ich bin noch dazu in der Lage, den Apfel selber zu pflücken, sodass er mir nicht inklusive einer nicht geforderten Arbeitsleistung verkauft werden muss. Seit Jahrtausenden findet diesbezüglich ein weltweites Verbrechen statt, da ich so wie fast alle anderen Menschen erstens am Pflücken des Apfels gehindert werde, zweitens ich den Apfel dafür nur bekomme, wenn ich ihn bezahlen kann. Drittens, um den Apfel bezahlen zu können, muss ich für den unrechtmäßigen Besitzer des Apfelbaumes zu seinen Konditionen eine erste Arbeitsleistung erbringen, um Geld zu verdienen, mit dem ich dann viertens diesen Apfel bezahlen kann. Fazit: Eine Gruppe von Menschen hat sich die gemeinsamen Ressourcen unseres Heimatplaneten widerrechtlich angeeignet und erpresst mich damit. Ja? Und schreckt auch nicht davor zurück, mich zur Not verhungern oder sterben zu lassen. Oder beziehungsweise ich werde bestraft, wenn ich mich an unserem Gemeingut zum Überleben vergreife. Das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich deswegen die moderne Umsetzung des Grundrechts der Nutzung der planetaren Ressourcen, um mein und das Überleben aller Menschen zu sichern. Um dieses Recht muss ich nicht betteln oder erst noch beweisen, dass ich es wert bin, beziehungsweise es überhaupt finanziert werden kann. Der zweite Gedankenfehler, den ich auf dem Flyer entdeckt habe, und den ich kurz erläutern will, ist, dass aus den soeben genannten Gründen beziehungsweise auf Basis der beschriebenen globalen Rechtsbruches leben wir seit Jahrtausenden in einer Gesellschaft, die inzwischen fast in allen Lebensbereichen nur noch aus Nötigung und Erpressung besteht. Wir leben in keiner natürlichen Ordnung. Unser gesamtes Leben besteht aus Zwängen und das angefangen vom Familien bis hin zum Wirtschaftssystem. Wir leben in einer Welt permanenter Ängste. Von der Geburt an werden wir mit Schuldgefühlen überfrachtet, die von den unrechtmäßigen Besitzer des Apfelbaumes noch dazu permanent geschürt werden.
Aus diesen Jahrtausenden alten Zwängen auf Basis der ständigen Nötigung und Unterpressung ist inzwischen unter anderem auch ein völlig krankes Wirtschaftssystem entstanden, in dem es schon lange nicht mehr um die Verbesserung unserer Lebensqualität geht, sondern nur noch darum, den unrechtmäßigen Besitzer des Apfelbaumes immer noch reicher und reicher zu machen. Diese Spiralwirkung endet am Ende natürlich immer in Gewalt, wobei dann aber immer nur der Apfelbaumbesitzer wechselt, der seine Macht dann als nächstes benutzt, um mich mit seiner Ideologie zu erpressen. Für die Themenwoche der Piratenpartei wird somit ein Wirtschaftssystem als Diskussionsbasis genommen, welches nicht nur völlig krank und gegen das Leben gerichtet ist, sondern ohne die oben genannten Zwänge so nie existieren würde. Wenn es eine Parallelwelt geben würde, in der es schon immer ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben hat und deren Bewohner uns zusehen würden, würden die sich über uns völlig schizophrenes, krankes Gesellschaftssystem völlig kaputt lachen. Ich empfinde es deswegen als völlig sinnlos, über eine wirtschaftliche Zukunft zu spekulieren, dessen Ausgangsbasis völlig falsch gedacht wird, weil wir überhaupt nicht fähig sind, aus den Jahrtausend Jahre alten Zwängen herauszukommen. Und aus diesen zwei Gründen leite ich, wie gesagt, mal einen Wunsch oder eine Bitte an die Piratenpartei ab. Bitte hört endlich mit den Endlosdiskussionen auf. Kommt bitte endlich aus dem Stockholm-Syndrom raus. Und werdet bitte endlich erwachsen und nehmt die Dinge in die Hand. Wir alle sind seit unserer Geburt Geiseln eines völlig kranken und verbrecherischen Gesellschaftssystems und sitzen gemeinschaftlich in Geiselhaft. Und statt wir uns alle zusammen aus dieser Geiselhaft befreien, fordert ihr lediglich nicht nur bessere Lebens-, sondern noch dazu total pervers bessere Arbeitsbedingungen. Ich will keine neuen Gefängniswärter, sondern endlich aus der Geiselhaft entfliehen. Es gibt inzwischen mehrere BGE-Initiativen, die auf verschiedenen Arten angefangen haben, das bedingungslose Grundeinkommen real in die Gesellschaft zu tragen. Auch möchte ich versuchen, euch von dem Fehlgedanken wegzuleiten, dass eine Partei über Nacht das bedingungslose Grundeinkommen einführen wird. Das ist völlig unmöglich, weil eine solche systemübergreifende Wende, wenn sie denn friedlich ablaufen soll, sich immer in Schüben vollzieht. So war es auch mit der ostdeutschen Wende. Sie war die dritte Welle einer Freiheitsbewegung, der die Bewegung, ich wurde gebeten, ein Statement dazu abzugeben, beziehungsweise kommt ja die Ableitung gleich, Bewegung der Solidarność Empolen, beziehungsweise der Perestroika in der Sowjetunion voranging. Aber ein bisschen kürzer halten wir. Gut, bin gleich fertig. Die Piratenpartei hat jetzt diesbezüglich die Möglichkeit, zum Beispiel über die politische Forderung, die Maschinensteuer Geld in die BGE-Kasse umzuleiten, damit die Gesellschaft unter Einbeziehung jeden Bürgers, egal welcher politischen Ausrichtung, praxisbezogen, auf natürlichen Wege die westlichen Möglichkeiten ausloten kann, wie wir alle zusammen das bedingungslose Grundeinkommen Schritt für Schritt in die Gesellschaft tragen können. Und als letztes möchte ich noch betonen, dass ich gar keinen Arbeitsplatz haben will, weil ich nämlich schon groß bin und mich selber beschäftigen kann. Danke. Gut, wir haben noch eine weitere Wortmeldung draußen. Wir sammeln jetzt mal so ein bisschen. Ja. Bitte schön. Ah ja, na gut. Ich kann das also nur gut finden, was er gesagt hat. Ich habe zwei oder drei Thesen. Die erste These ist, wir müssen mal weg von der Arbeit, sondern hier geht es nicht um Arbeit, sondern das, was immer gerne bemäntelt wird, verschwiegen wird, wonach nicht gefragt wird, sondern es geht um Einkommen. Es geht lediglich um Einkommen. Und Einkommen heutzutage, da gibt es ganz viele Untersuchungen drüber, wird nicht durch Arbeit regeneriert, sondern meistens durch Vermögen. Dadurch wird das meiste Einkommen ganz ohne Arbeit regeneriert. So, und wir müssen mal aufhören, immer auf diesen Pfad zu laufen mit der Arbeit. Quatsch, Arbeit. Einkommen ist hier gefragt. Und ich meine, es gab ja gerade diesen Aufschrei, dass Oxfam festgestellt hat, dass 62 Familien die Hälfte des Vermögens auf diesem Planeten besitzen. Das ist der Skandal. Und darüber muss man reden und nicht über Arbeit. Über Arbeit ist Quatsch. Also Arbeit ist, wenn ich zum Beispiel dann immer sage, ja, du willst arbeiten? Ja, ich will arbeiten. Gut, dann kannst du bei mir die Hecke schreien. Was kriege ich denn dafür? Na, ich sage, du willst doch nur arbeiten. Nein, die Leute wollen Einkommen haben. Und auch der Staat, der beteiligt sich nämlich an diesem Bashing, ja, also der lagert auch. Ich war ja völlig erstaunt, meine Tochter hat im Bundestag gearbeitet, so als Guide und so, ne, und da werden nur Studenten, da wird die Sozialversicherung gespart.
Und in vielen Bereichen, ich arbeite auch, ich bin auch ausgesourced. Ich müsste angestellt sein im Bezirksamt. Nein, ich werde ausgesourced. Der Staat beteiligt sich da sehr fleißig dran, die Leute sozusagen. Dann bin ich noch selber schuld, dass ich arbeitslos bin oder dass ich Hartz IV aufstocken muss oder sowas. Ja? Also es ist irgendwo ein Skandal. Zweite These, meine These, wir müssen uns doch mal die Realität angucken. Als die Susanne Wiest ihre Petition für den Bundestag eingestellt hat, da war die so schnell unterschrieben, so schnell war noch keine Petition, das übergequollen, das ganze Postfach. Von wegen, die Bürger wollen das nicht, wir müssen die überzeugen, Quatsch. Die Bürger, die Masse möchte das schon. Die sieht nämlich auch, dass es diese Arbeitsplätze, die uns hier versprochen werden und dass es die gar nicht gibt, ja, also nicht in der ausreichenden Zahl, also wie gesagt, es geht um Einkommen und da müssen wir, und ich habe das erst nicht verstanden, diese Maschinensteuer, aber die Maschinensteuer zum Beispiel ist eine Möglichkeit, also andere Wege zu gehen und dort das Geld abzuholen, wo es verdient wird, denn es wird verdient, wir haben genug Geld, es ist eben eine Frage der Umverteilung, ja. Also und ich finde, da müssen wir weg. Also da bin ich völlig bei dir von diesem Klein-Klein. Gut, bitte schön. Also, ich glaube, dass wir da gar nicht auseinander sind. Also ich möchte jetzt hier nicht für die Piratenpartei sprechen, die hier angesprochen wurde. Das kann im Zweifel Alexander machen. Aber klar, wir waren jetzt vorher mal kurz in diesem Klein-Klein mit wer zahlt die Rente und darf ich jetzt Ausland und nicht. Aber tatsächlich waren wir ganz am Anfang bei dieser YouGov-Umfrage und haben gesagt, ja, genau, was du gerade sagst, die Mehrheit will das Grundeinkommen und von dieser Mehrheit kann sich die Hälfte aber nicht vorstellen, wie es finanziert wird. Und das ist genau, glaube ich, diese Beschränkung im Kopf, von der du, Micha, sprichst. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass der Zaun nicht um den Apfelbaum ist. Und wir können uns nicht vorstellen, wie wir das Geld kriegen sollen, damit wir uns die Äpfel kaufen können, weil wir halt das nur so kennen, dass dann Zaun ist irgendwie, ich glaube, das war Rousseau oder so, sagte, der Niedergang der Kultur begann damit, wo jemand einen Zaun um ein Stück Land gemacht hat und darauf ein Schild geschrieben hat, betreten verboten. Und da sind wir tatsächlich ja bei der Kapitalismuskritik, weil lange vor dem, also das ist ja der Beginn des Kapitalismus, wo ich sage, das ist Privateigentum an Grund und Boden zum Beispiel und da kann ich einen Zaun drumherum machen um den Apfelbaum und dann kann ich eben was dafür verlangen, dass jemand diesen Apfel pflückt. Und wenn wir das denken können, ob das dann eine Maschinensteuer ist oder eine Bodensteuer oder eine Ressourcenabgabe oder eine Finanztransaktionssteuer, all diese Dinge, wenn wir die denken können, dann wird auch die Hälfte, die bei YouGov gesagt hat, ich möchte Grundeinkommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es finanziert wird, auch sagen, ja, lass es jetzt machen, lass uns damit anfangen. Beim Apfelbaum dachte ich, ja, aber jeder könnte sich ja einen Apfelbaum ziehen. Er hat ja Kerne. Das heißt, die jetzigen, die haben fast kaum noch Kerne. Das Problem ist aber das Land. Also wir könnten sie gar nicht irgendwo hier anpflanzen. Ja, ich lass das jetzt alles mal so stehen. Vielleicht, weil die Maschinensteuer angesprochen worden ist, diese Diskussion ist ja alt, die wurde ja auch in den Gewerkschaften geführt, hat natürlich einen gewissen Haken. Ja, und also das findet man auch bei Karl Marx im Kapital, dass nämlich praktisch neue Technologien, ja, also Automatisierung der Maschinen eben, nur dann eingesetzt werden, wenn es keine billigeren Arbeitskräfte gibt. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, Maschinensteuer würde dazu führen, dass eben mehr die Arbeitskräfte billiger wären, das heißt weniger automatisiert wurde. Gut, vielleicht sind wir irgendwann mal an einem Punkt, wo die Automatisierung so selbstlaufend ist, dass dieser Effekt nicht mehr auftritt, aber ich wollte nur dieses Argument kurz einwerfen. Das heißt, es ist nicht so einfach. Wir werden keine einfachen Lösungen finden und deswegen ja auch an Michael an sich mich jetzt etwas gewundert. Also erstens mal, glaube es hat noch nie jemand behauptet, auch bei der Piratenpartei, dass die Piratenpartei in der Lage wäre, morgen das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Das wäre auch gar nicht wünschenswert und
Es gibt zwar Leute, auch bei den Piraten, die sagen, wir können also eine Umstellung von heute auf morgen machen. Also ich gehöre nicht dazu. Das heißt, ich denke, dass man eben sich jeden Schritt genau überlegen muss. Und das ist im Übrigen auch genau Inhalt der Initiative von Hini, also die in der Schweiz abgestimmt wird. Da wird nicht gesagt, morgen soll das Grundeinkommen eingeführt werden, sondern es wird gesagt, wir müssen uns da in die Richtung bewegen, wir müssen Ideen haben, iterative Prozesse. Und was passiert, wenn man eben von heute auf morgen so ein Rechtssystem ändert? Das haben wir bei der Sozialgesetzbuchreform, also der sogenannten Hartz-IV-Reform gesehen. Es ist hinterher schlimmer als vorher gewesen. Ja, und sowas wäre ganz schrecklich, wenn wir sowas mit der Einführung des Grundeinkommens hätten. Das heißt, man kann nur sich schrittweise daran tasten und iterativ etwas versuchen. Wirkt das? Also wie Maschinensteuer? Kann das wirken? Wirkt es nicht? Ja. Wirkt eben jetzt Kindergrundeinkommen? Ja. Wirkt eine Art bedingungslose Alterssicherung? Also es gibt viele Dinge, die man machen kann, ja, um in diese Richtung zu kommen und herauszufinden, was ist der richtige Weg, um die Idee, die dahinter steckt, nämlich eben diese Freiheit statt Angst eben zu verwirklichen. Das klingt schon ein bisschen wie ein Statement. Mein Statement wäre, und die Bitte an die Piraten, in dem ich wurde von Ihnen eingeladen, wäre, dass wir uns im Wahlkampf darauf konzentrieren, erst einmal Minimalschritte zu realisieren. Das eine ist ein Sozialpass für Wohngeldempfänger. In Berlin, im Gegensatz zu anderen Städten, erhalten Geringverdiener, die Wohngeld beantragen müssen, keinen Sozialpass. Sie sind also von der kulturellen Teilhabe ausgegrenzt. Viele Kreative und Künstler gehören dazu. Das Zweite wäre, dass es mehr Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Mittel geben müsste. Es müssten zumindest Begründungen einsichtbar sein, warum wer etwas an Geld erhält oder nicht erhält. Und der dritte Punkt, den ich auch für ganz unkompliziert und systemintern realisierbar halte, das ist das bedingte Grundeinkommen. Das heißt, Bürger, die für anerkannt gemeinnützige und mildtätige Vereine arbeiten, sollten statt Arbeitslosengeld ein Bürgergeld erhalten, das Arbeit als Arbeit anerkennt. Die Höhe der Grundsicherung, es würde also nicht mehr Geld beansprucht werden. Zu diskutieren ist natürlich, ob es eine Arbeitsaufwandpauschale dazu geben sollte. Und wichtig ist auch, was bei den 1-Euro-Jobs eben nicht war, dass dieses Wort verändert wird. So wie Hartz IV diskriminierend wirkt, so wirkt auch das Wort Arbeitslosengeld auf die diskriminierend, die respektiert in der Gesellschaft arbeiten. Ja, mein Name ist Sascha, hallo. Ich möchte mich gerne meiner Vorrednerin aus dem Publikum anschließen. Ich denke, die Diskussion sollten wir da sehr viel konzentrierter auf die Einnahmen lenken und weniger auf die Arbeit. Das ist so meine Meinung. Ich bekenne mich selbst dazu, dass ich sehr, sehr gerne arbeite und für mich die Arbeit als ein menschenwürdiges Prinzip verstehe. Ich könnte gar nicht zu Hause still sitzen und mich auf das Grundeinkommen freuen, wenn ich nichts zu tun hätte. Das dazu. Ich habe da aber noch mal eine ganz konkrete Frage zum Johannes, der eben hier eingangs vorgerechnet hat, wie viel Sozialabgaben und Steuern wir jetzt schon bezahlen. Wenn ich da auf meinen Lohnzettel gucke und da ehrlich sein möchte, dass ich jetzt schon auf 70-80% Abgaben komme und Steuern. Jetzt packe ich das alles mal in einem zusammen. Das war in dem Kontext erwähnt worden, in der Frage, wie man da das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren könnte. Was ich mich jetzt frage, auch bei der ganzen Systemkritik, die da geäußert wird, wie sehe denn, also wenn man dann sagt, das bedingungslose Grundeinkommen sei ein Hack zu diesem System oder man müsste dies, oder es ist ein Schritt oder ein Mittel zur Überwindung des Systems. Wenn ich aber jetzt schon 70-80% von meinem Einkommen, die ich da erziele, jetzt eh schon abgebe, wie sieht dann das System aus, wenn statt den, sagen wir mal, versteckten Kosten oder Abgaben, die ich dann da habe,
hier einfach nur transparent gemacht wird, okay, hier, du zahlst jetzt 70% oder 80% von dem, was du an Einnahmen hast, jetzt an den Staat, sage ich jetzt mal ganz abstrakt, ja, und damit wird dann das bedingungslose Grundeinkommen für jeden finanziert. Da hätte ich jetzt mal eine Verständnisfrage. Wie sähe das denn da wirklich aus? Wo steckt da die Revolution dahinter? Das habe ich jetzt noch nicht kapiert. Ich glaube, was Johannes sagen wollte, ist, dass diese ganzen Abgaben, die jetzt eben schon gezahlt werden und so untransparent sind, dass die schon abbilden, zu einem Großteil abbilden, was ein Grundeinkommen kosten würde. Jetzt haben wir ganz viele nebenbei bestehende Institutionen, die mehr oder weniger bürokratisch funktionieren, die auch Geld kosten. Also, dass dieses ganze Geld schon im System steckt. Dass man es nur anders ausgeben kann, wenn man möchte. Und ich würde jetzt natürlich noch ergänzen, dass eben diese Spreizung der Vermögen und der Einkommen suggeriert, dass man es umverteilen muss zusätzlich noch. Also, und dann hätte man ja noch weiteren Finanzierungsspielraum. Das glaube ich. Ändert sich bei mir was oder nicht? Wie bitte? Ändert sich dann bei mir was, wenn man jetzt eine 80% Kopfsteuer eigentlich gibt oder eine Ahnung, Einkommensteuer, wie auch immer? Entschuldigung. Also die Frage ist, ändert sich bei mir dann da was, wenn ich dann jetzt irgendwie statt intransparent die Abgaben leiste, jetzt transparent die Abgaben leiste. Bei mir jetzt konkret, das frage ich mich dabei. Die Frage ist doch, ob sich was ändern soll bei Ihnen. Also wünschen Sie sich, dass sich was ändert? Außer dass ich dann noch ein Grundeinkommen habe, weil arbeiten werde ich so oder so. Ja klar, das wollen ja die meisten. Also genau, aber weil das immer so als Hack verstanden wird oder als Revolutionsschritt oder so, also ich wurde die Brücke, die habe ich jetzt noch nicht gedanklich bei mir hingekriegt. Ich wurde ja gefragt, ich würde mal versuchen, darauf zu antworten. Versorgen Sie sich alleine durch das Einkommen oder haben Sie einen Verbund? Ja, dann ändert sich was. Also, ich würde die Frage zweiteilig beantworten. Diese Rechnung habe ich ja ergänzt mit, es hängt sehr stark davon ab, ob von diesem Einkommen, was nach Steuern und Sozialabgaben bei mir bleibt, ich eine Person oder mehrere versorge. Und zwei Menschen, die genau dieselbe Arbeit machen, genau denselben Bruttolohn oder Arbeitgeberbruttolohn kriegen, haben, abgesehen von ein paar anderen Steuerfreibeträgen, ein Riesenunterschied in der Geldbörse, ob sie das Geld dann am Schluss alleine benutzen, um sich die Äpfel zu kaufen, oder ob sich dann mit 2, 3, 4 oder 5 Menschen Äpfel kaufen. Und das ist schon mal eine horizontale Veränderung, gar noch nicht eine Umverteilung von oben, unten, reich, arm oder so. Wenn ich dann aber quasi ein ordentliches Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für die Menschen, die Care-Arbeit machen, die heute nicht bezahlte Arbeiten machen, finanzieren will, dann muss ich das natürlich irgendwo volkswirtschaftlich finanzieren. Und wenn ich dann das Bruttoinlandsprodukt angucke und sage, in einer Volkswirtschaft wie in Deutschland brauche ich die knappe Hälfte der Wertschöpfung, um ein bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen. In anderen Ländern wie Namibia ist das ganz anders, da sind es 2%, bei uns sind es knapp 50%. Dann habe ich vielleicht noch 20-25% des Volkseinkommens oder Bruttoinlandsprodukts, das ich für die Staatsausgaben ausgebe. Und dann habe ich nochmal, je nach Berechnung, 20-30%, die ich als Kapitalrenditen umverteile in der Gesellschaft, dann merke ich irgendwann schnell, da bleibt mir nichts mehr als Leistungseinkommen. Und da fängt es dann an, systemverändert zu wirken. Weil wenn ich natürlich neben Kapitalrenditen, also das, was den Kapitalismus ausmacht, neben staatlichen, hoheitlichen Aufgaben und neben Grundeinkommen nichts mehr zu verteilen habe, dann muss ich entweder die staatlichen Ausgaben runterfahren, das Grundeinkommen kleiner machen oder die Kapitalrenditen kleiner machen. Und dann wird es dann doch gesellschaftsverändernd. Also insofern ist es eine doppelte Frage, weil ich halt irgendwann, ich kann, Grundeinkommen heißt eben nicht Kommunismus gedacht, das können wir auch machen, habe ich auch nichts dagegen, aber Grundeinkommen bedeutet eben, es gibt leistungsbezogene Entlohnung und gleichzeitig gibt es die bedingungslose Geldzahlung. Und wenn ich beides haben will, dann muss ich auch ein Volkseinkommen noch übrig haben, was ich leistungsbezogen verteile. Und da fängt es dann an, eng zu werden und da fängt es an, den Kapitalismus herauszufordern.
es gibt eben überhaupt erstmal Mitbestimmungsrechte über Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen wieder, die ja durch Hartz IV völlig außer Kraft gesetzt wurden. Was mich noch immer beschäftigte, war, wie ist es realisierbar? Es wäre mit den Politikern realisierbar. Das Grundproblem, das ich wahrnahm, war, dass Politiker im Einzelgespräch SPD, CDU, nichts gegen das bedingungslose Grundeinkommen hatten, sogar sagten, dass sie eigentlich keine Alternative sehen. Und dann sah ich in den Listen, sie hatten für Sanktionen gestimmt, also nicht mal diesen ersten Schritt getan, um in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und das hat mich sehr verstört. Also ich habe da viel Hoffnung verloren. Ein anderes Moment, was mich noch verschreckte, war, als wir damals keine Grundsicherung in Anspruch nehmen konnten, weil wir vom Jobcenter so bedroht worden waren, hatte ich einen Hilferuf ins Netzwerk gegeben und war überrascht, dass außer den aktiven Arbeitslosen in Wien, die sofort eine Sammlung machen wollten, niemand reagiert hat, wie das Problem zu lösen ist. Also wir wollten ja Arbeitsleistungen einbringen, aber das Netzwerk unter uns hat nicht funktioniert. Im extremsten Fall hat der, der ja diesen Spruch Hartz IV ist offener Strafvollzug vielseitig oder oft zitiert hatte, Götz Werner gesagt, er sei doch dafür, dass die Menschen ohne Geld arbeiten. Also wir wollten ja nur die Weiterfinanzierung der Arbeit mit den Kindern. Also wir wollten nicht mal ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das sind so gesellschaftliche Sachen, wo ich ein bisschen erschrocken war, dass wir also untereinander kein Netzwerk haben und das andere, dass wir Politikern nicht trauen können, also dass sie nicht unsere Partner sind. Also ein Gespräch ja und dann machen sie was ganz anderes. Ja. Gut, ich wollte jetzt erst nochmal praktisch sagen, also ich setze mich eben sehr dafür ein, dass eben Menschen, die eben Grundsicherung bekommen, eben sich auch dann freiwilliges Engagement leisten können. Das ist im Moment nicht der Fall, ja, weil eben die Ideologie, die hinter dieser Grundsicherung steht, also diese Bedingung ja ist, nicht, dass jeder eben ständig für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen muss. Nicht? Also so, als könnte also morgen schon das Telefon klingeln und dann jemand anrufen und sagen, toll, ich habe hier eine Stelle, du wirst gebraucht. Ja, was eben in der Regel, das ist ja, wie man weiß, so wie wird man Millionär oder so, sich in der Regel ja nicht bewahrheitet oder in der Regel nicht passiert. Warum dann nicht? Ich rede mir dann den Mund fusselig, also mit der Regionaldirektion und Jobcentern. Warum dann einfach nicht sagen, wenn man weiß, dass eben aus verschiedenen Gründen nicht zu erwarten ist, dass dieser Anruf kommt, gebt den Leuten doch mal ein halbes Jahr quasi die Möglichkeit, sich dann freiwillig ehrenamtlich zu engagieren. Ja, das ist notwendig, wenn man eben, ich sage das immer, also von der Landesfreiwilligenagentur, Freiwillig.org in Berlin, kann jeder passgenau in seinem Bezirk eine Stelle finden, wo er freiwillig etwas tun kann. Schon immer, also sich sinnvoll eben beschäftigen, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft leisten kann. Nur die Voraussetzung ist, weil da meistens ja auch praktisch Dinge von abhängen, dass er sich da für einen längeren Zeitraum auch verpflichten muss, weil da wird eine Ausbildung gemacht und so weiter. Und wenn er das nicht kann, dann kann er dieses Engagement auch nicht machen. Und ich habe eben mit vielen gesprochen, also Bürgerinnen und Bürgern, die eben erklärt haben, sie wären von der Arbeitsagentur, also von den Jobcentern ständig daran gehindert, etwas zu tun. Ja? Also die Jobcenter sind eine Arbeitsverhinderungsagentur, ja, in Wirklichkeit. Und gängeln und quälen die Menschen, ja, also mit dem neuen Rechtsvereinfachungsgesetz wird noch ein Geheimdienst, also ein installiert, ja, wo Nachbarn befragt werden, ja, wer lebt denn da, mit wem zusammen, ja. Das, was jetzt schon gemacht wird, wie gesagt, gibt's ja. Also das ist eben der zweite Aspekt für die Piraten, dass eben dieses System eben auch ein Überwachungssystem ist, was wir ablehnen. Insofern natürlich bedingtes Grundeinkommen, zahlt den Leuten, die es beantragen, einfach aus. Keine Sanktionen, keine Verpflichtung, ständig am Telefonhörer zu sein, mit der Möglichkeit auch freiwillig was zu tun. Dann sind wir weit gekommen. Das fordern wir, versuchen wir auch. Ich
Nur wir können es auf Landesebene so nicht durchsetzen, weil eben die Arbeitsagentur praktisch vom Bund organisiert wird. Insofern wären wir eben auch jetzt ein Abgeordnetenwahl, jetzt mache ich mal Wahlkampf, auch fordern, dass das Land Berlin da aussteigt, also Optionskommune wird und in Zukunft eben die Jobcenter selber organisiert, dann hat man eben auch diese Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich sag dir mal, Beispiel Charlottenburg-Wilmersdorf, 1500 Stellen im öffentlichen Dienst eingespart, dafür 750 Freiwilligenstellen. Der Staat entledigt sich seiner gesellschaftlichen Aufgabe und schiebt das den Freiwilligen und Ehrenamt dazu, egal ob die jetzt ein Grundeinkommen hätten oder zusätzlich arbeiten. Ich stimme da voll zu. Freiwillige Arbeit ist nur die Kür. Freiwillige Arbeit entlässt den Staat nicht aus seinen Pflichtaufgaben. Das kritisiere ich ja auch. Darf ich direkt anschließen an diese Thematik? Wir wollen jetzt nur noch mal darauf hinweisen, noch kurze Fragen, direkte Fragen. Nee, also ich hatte eigentlich schon länger, sagen, die Grundfrage war ja hier, also Frigga Wendt mein Name, die Frage war, wie wollen wir in einer hochtechnisierten und durch Automatisierung und Digitalisierung sowie Roboterisierung bestimmten Welt leben? Ich sehe da zwei Szenarien vor mir gerade. Das eine Szenario ist Peter Harz, da wird die ganze Lebensarbeit, die man macht, die Kindererziehung und so weiter, privatisiert oder im Sinne von kommerzialisiert. Sie wird kommerzialisiert. Jetzt muss man sogar schon, wenn man Essen haben möchte, Essen bestellen irgendwo. Ich werde bombardiert mit dieser furchtbaren Werbung. Bestellen Sie Essen. Ich darf nicht mal mehr selber einkaufen gehen. Und damit ich, dann gibt es ja wieder neue Arbeitsplätze. Und wenn ich arbeitslos bin, heißt es ja, Frau Wendt, dann gehen Sie doch mal Essen anderen Leuten bringen. Also selber einkaufen geht nicht mehr. Und das andere Szenario ist aber, was schon unser Telekom-Chef gesagt hat, der eben am Puls der Digitalisierung und so weiter beteiligt ist, der möchte, dass aus den Gewinnen der Internetunternehmen Grundeinkommen gezahlt wird. Das heißt, er ist ein Unternehmer wie Götz Werner und er ist für Grundeinkommen. Und deswegen sage ich und richte mich jetzt an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, alle Selbstständigen, die hier zuhören. Helft mit, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Das bringt euch selber was. Ihr könnt Steuerflucht begehen ins Grundeinkommen. Ihr könnt das als Werbekosten absetzen. Wir von der BGE-Lobby, grundeinkommen-für-alle.org, sind da schon am Ball. Wir haben schon etliche Sponsoren, können viel, viel mehr haben und wir haben auch schon einzelne Grundeinkommensempfänger in der Testphase. Schlussendlich sollen alle davon betroffen sein. Wir machen, was wir glauben, nämlich auch, wie Ines gesagt hat vorhin, nicht mehr an die Politik, dass die uns das Grundeinkommen bringt. Wir glauben aber daran, dass die Politikerinnen und Politiker, wie ihr als Piraten, die mit den Fragen seid, dass wir die mit den Antworten sind. Dankeschön. Wenn gerade gesammelt wird, das passt auch sehr gut dazu. Also ich bin der FJ oder FJ, der vorhin schon die Frage gepostet hat, von den Piraten, für die Piraten. Und bei der länglichen Kritik, die du vorhin verlesen hast, Michael, da klang natürlich manches an, was man sich vielleicht auch manchmal denkt. Ich subsumiere es mal, die Debatte ist sehr philosophisch und es gibt noch nicht so richtige erkennbare Schritte. Das glaube ich gerade nicht. Also ich bin total begeistert zu hören, dass jetzt statt 16 inzwischen 27% uneingeschränktes BGE befürworten. Da scheint ja die öffentliche Debatte unheimlich gekurbelt zu werden. Und da tragen natürlich alle bei, die hier heute hier sind, aber ich denke auch die Piraten eben durch ihre Reichweite haben da sehr viel beigetragen und tragen bei, das bedingungslose Grundeinkommen einfach gedanklich zu befördern. Und das ist schon wichtig, das muss auf allen Ebenen passieren. Und diese angefangenen Schritte, die jetzt genannt wurden, also das bedingte Grundeinkommen, finde ich eine sehr gute Sache. Es gab ja einen Antrag, der dann wegen Arbeit an diesem Antrag wieder zurückgezogen wurde, eben weitere Modellprojekte zu entwickeln. Für mich ist zum Beispiel die Rente überhaupt kein Beispiel, weil sie ja eben gerade diesen gedanklichen Kontrast nicht liefert zur Erwerbsarbeit sozusagen und dem Druck, der dahinter steht, irgendeine Alternative zu bieten. Also da ist eh keine Erwerbsarbeit mehr direkt vorgesehen, wenn man die bekommt. Deswegen ist das kein Beispiel. Wir brauchen echte Modellprojekte und müssen uns überlegen, wie wir da hinkommen. Und ich denke, wir haben ganz viel Arbeit jetzt zu tun. Wenn im Koalitionsvertrag der finnischen Regierung steht, wir wollen sowas einführen, dann können wir da auch europäisch beitragen, dass da Ideen entwickelt werden und das auch befördert wird in unserer Debatte. Ja, wenn ich dann höre, wie du jetzt sagst, Johannes,
dass es eben gefährlich ist, eine bestimmte Argumentation zu ziehen, weil die Schweizer dann vielleicht sagen, wir unterstützen das BGE nicht mehr, dann müssen wir die Argumentation finden, die die Schweizer dazu bringt, da dem BGE zuzustimmen. Das ist das Exempel, was für uns existieren würde, wenn die Schweiz erfolgreichen BGE einführen würde in 2.500 Franken Höhe. Und da wundert es mich manchmal, dass wir da nicht an einem Strang ziehen und sagen, die Schweiz soll es mal vormachen und wir arbeiten da alle zusammen, sondern dass wir uns gegenseitig unsere Wortklauberei manchmal vorhalten. Ich denke, wir sollten wirklich, also war jetzt nicht an dich gerecht, weil du guckst, das war eher an alle so ein bisschen. Wir sollten uns alle wirklich bemühen, zusammen die Modellprojekte, die jetzt vielleicht in der Schweiz und in Finnland gehen könnten, zu befördern. Ja, wenn es noch kurze Wortmeldungen oder konkrete Fragen an unsere Podiumsmitglieder gibt, dann ganz konkrete Frage. Gut, dann ganz kurz. Und ansonsten hätte ich noch zwei Aspekte mit anzubringen. Und dann müssen wir auch schon leider zum Schluss kommen. Wir haben schon 10:50. Ja, nur mal eine kurze Anmerkung noch kurz zum Vorredner. Also die Rente ist ohne Bedingung. Du musst nicht vorher ein Erwerbsleben gekriegt haben. Jeder kriegt die Grundrente. Doch bedingungslos. So, jetzt meine Frage. Wir haben nächste Woche eine Wahl. Sonntag am 13.03. Die AfD steht vor der Tür. Thema der Masse, wir sind das Volk. Flüchtlingsproblematik. So, jetzt müssen wir uns mal hier die Frage stellen. Wie sieht das die Bevölkerung? Bedingungsloses Grundeinkommen für jeden, der zu uns kommt? Das ist eine provokative Frage, aber die müssen wir uns stellen. Denn was heißt denn das? Für die Flüchtlinge, die anerkannt sind, die hier bleiben dürfen, wie ist das System? Oder nur für die Deutschen? Und da können wir jetzt hier drüber stehen und sagen, das ist nicht unser Thema. Aber das ist ein Thema, weil die sozialen Ängste der Menschen, die tauchen nämlich in dieser ganzen Wahl auf. Und es geht nämlich über diese ganze Flüchtlingsdramatik ja auch auf die sozialen Kosten der unteren Schichten. Gut, da werden sie abgewälzt. Dank. Und da ist diese Problematik jetzt auch nochmal eine Antwort wert. Besten Dank, Arim. Das ist natürlich auch eine Frage, die ich auch noch mit aufwerfen wollte. Und zwar einfach mal eine Information aus der Runde hier. Hat sich im Prinzip durch die aktuelle Situation in Deutschland, durch die Einwanderungsfälle, irgendwas so merklich geändert in der Diskussion, in dem Gefühl für das bedingungslose Grundeinkommen in die eine oder in die andere Richtung? Wie ist da eigentlich Ihr Gespür? Ich denke, die Menschen sind so mit ihren Problemen beschäftigt, dass dieses Zuströmen noch von anderen, die vielleicht Grundeinkommen auch noch brauchen würden, gar nicht so die Rolle in den Gesprächen hat. Und wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, das Fernziel des bedingungslosen Grundeinkommens sieht ja ein bedingungsloses Grundeinkommen weltweit vor. Und wir hätten viele Wirtschaftsflüchtlinge nicht, wenn die in ihren eigenen Ländern mit Hilfe eines bedingungslosen Grundeinkommens vielleicht auch eine Spur von Kapitalismus erarbeiten könnten. Ja. Also ich würde mich dieser Argumentation voll anschließen. Also ich sehe das genauso wie du. Was die Frage von Finanzierung von Geflüchteten mit einem Grundeinkommen anbelangt, möchte ich eigentlich nur ganz kurz sagen, dass ein Geflüchteter den deutschen Staat heute im Jahr schon 10.000 Euro kostet. Also ich glaube sogar 12 oder 12. Also ist das nur das, um nochmal quasi zu sagen, was es eigentlich jetzt schon kostet, wenn man nur von den Kosten spricht. Also genau, das kurz und knapp. Also ich finde es sehr schwierig, 10 Minuten vor allem in einer Debatte das Thema von Menschen mit Fluchterfahrung aufzuwerfen. Wir haben es jetzt hier, ich finde es auch schwierig, einen Satz zu hören, ein geflüchteter Mensch kostet. Die Entscheidung, den geflüchteten Menschen nicht an der Gesellschaft teilhaben zu lassen, kostet. Weil Menschen hier da sind wir nämlich wieder im Thema Arbeit, zum Rumsitzen verdammt werden, zu dem, was Menschen, die gegen Grundeinkommen sind, in ihrem Kopf haben, wie wir dann alle werden, wenn wir mal Grundeinkommen haben. Und das ist eigentlich das beste Beispiel. Da wollen Menschen tätig sein, nur mit und ohne Einkommen, und sie dürfen ihren Landkreis nicht verlassen. Und das ist ja der letztlich für mich, ich versuche es mal in Richtung eines versöhnlichen Schlussworts von meiner Seite zu bringen. Grundeinkommen ist ein Schritt weg von Teile und Herrsche. Ist ein Schritt weg von, das sind kriegsgeflüchtete Menschen, die
die vor Krieg flüchten. Und das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge. Das sind KünstlerInnen, die müssen das beweisen, dann kommen sie in die KSK und das ist keine Kunst. Das ist eine gute Idee, ein gutes Drehbuch, das ist ein schlechtes. Das unterstütze ich nicht. Das ist ein Kleinunternehmer in der Zeitumsatzsteuer und der nicht. Der ist in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert und die ist es nicht, die muss sich privat versichern. Also unser System ist so zersplittert und teilt uns ein und zieht so viele Grenzen, nicht nur zwischen Ländern, sondern zwischen Menschengruppen, dass ein gleiches Recht für alle Menschen auf eine existenzwürdige Grundversorgung durch Grundeinkommen, durch Infrastruktur, dann nehme ich genauso die freie Krankenversicherung, kostenlosen Nahverkehr, es muss ja, Grundeinkommen muss ja nicht zwingend Geld sein, sondern das Recht, um es mal mit Michael Fisch zu sagen, zum Baum zu gehen und sich den Apfel zu pflücken. Dieses Grundeinkommen steht uns allen zu und dieses Recht müssen wir alle haben, egal wo wir herkommen. Ja, darf ich ganz kurz? Ja, also du darfst mich da auch nicht falsch verstehen. Ich habe das nur provokativ in den Raum geworfen, eben weil das eben oft in dieser Angstdebatte diese Gruppen, deutsche Unterschicht, ja, gegen den Flüchtling auszuspielen und diese Angstmache gegenseitig, diese Abgrenzung und selber diese Grenzen, die du erwähnt hast, zwischen den Menschen eben noch weiter hochzuziehen. Deswegen habe ich das vorhin in den Raum geworfen mit den Kosten. Also nicht falsch verstehen, bitte. Ja, ich muss erst noch mal ganz grundsätzlich sagen, die Diskussion tut mir weh, schon seit vielen Jahrzehnten. Menschen, die vor Gewalt und Tod flüchten, sind keine Wirtschaftsmigranten. Ja. Das muss man immer wieder ganz deutlich sagen. Und denen muss natürlich auch geholfen werden. Ja. Denen muss auch unter Umständen Beschäftigung gegeben werden. Und die müssen auch unter Umständen die Möglichkeit haben, auch einzuwandern. Aber erstmal, wir haben das beim jugoslawischen Bürgerkrieg gesehen, ist der Fakt, dass die Menschen, die vor Krieg und Tod flüchten, erst einmal in Sicherheit gebracht werden müssen, ja, und dann auch zum größten Teil, wenn eben der Krieg vorbei ist, wenn die Gefahr vorbei ist, auch wieder zurückgehen. Das sind 2/3 derjenigen, die eben aus dem vom jugoslawischen Bürgerkrieg geflohen sind, die hier in Europa, also in Deutschland allein 500.000 in Sicherheit waren, sind zum größten Teil freiwillig, nicht alle, das ist aber eine andere Diskussion, aber zum größten Teil freiwillig ja wieder zurückgegangen. Einwanderung will ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Das Grundeinkommen oder die Grundeinkommensdiskussion wird aber von diesen Themen überhaupt nicht berührt. Das merkt man auch. Im Grunde genommen, also die AfD hat das liberale Bürgergeld auch irgendwie in ihr Programm übernommen. Ja, das ist natürlich dann, weil es sind ja die Deutschnationalen, also völkischer Nationalismus, ist klar, dass sie sagen, Bedingung ist nicht Bürgergeld und Grundeinkommen nur für Deutsche. Nicht? Und das ist klar, dass wir das auch als internationale Bewegung ablehnen. Tatsächlich wird es, wenn man daran denkt, das Grundeinkommen in Deutschland einzuführen, ja, also schon eine gewisse Bedingung geben müssen. Ja, das haben wir auch oft genug diskutiert, aber die wird sich mit Sicherheit nicht an der Abstammung und am Blut orientieren. Also das auch klar zur Abgrenzung gegenüber AfD. Ich hatte das vorhin schon besprochen, also ich halte diese Entwicklung des völkischen Nationalismus für eine große Gefahr auch, die uns eben generell in der gesellschaftlichen Entwicklung weit zurückwerfen wird. Werden dann auch die Chancen, das, was wir uns vorstellen, auch durch ein Grundeinkommen zu entwickeln, eben sinken, wenn diese Haltung in der Gesellschaft mehrheitsfähig wird. Aber sie ist ja Gott sei Dank noch nicht mehrheitsfähig und wir wollen auch daran arbeiten, dass das so bleibt. Ja, schönen Dank. Ja, ich hatte noch
Ich wollte jetzt eigentlich wollte ich nichts zum Flüchtlingsthema sagen, aber mal kurz auf einen Beschluss des Bundesparteitags der Piratenpartei verweisen, kann sich jeder im Internet angucken, ist Nummer 10 jedenfalls, und dort ist, ja, Flüchtlinge, alles gut und schön, müssen wir aufnehmen, aber der dritte Punkt ist sehr interessant. Scheinbar hat das noch gar keiner gemerkt, ich habe das schon über die Liste geschickt. Dort wird gesagt, die Waffenindustrie soll auf jene Waffenkäufe Sondersteuern und Abgaben bezahlen, womit dann die Flüchtlinge, die Unterbringung der Flüchtlinge bezahlt wird. Und das finde ich eine sehr interessante, sehr interessanten Punkt. Nämlich dort, wo Riesenmassen Geld verdient wird mit Waffen, die wir exportieren, wo wir auch unsere Arbeitsplätze herbekommen, produzieren die Flüchtlinge. Und die wandern ja nicht nach Blankenese ein. In Zehlendorf hat ja wieder eine Frau geklagt, da kommt kein Flüchtling keinem hin im Moment in Heckeshorn. Ne? Also das ist die gleiche Haltung. Die einen, die brandschatzen oder machen andere Sachen, und die Reichen klagen halt. Ne? Aber die Haltung ist dieselbe. Die Flüchtlinge wollen wir nicht in unserer Nähe. Aber dazu wollte ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ich wollte nochmal nur zu den Politikern sagen. Ich war bei der Anhörung dabei, da wurde der Susanne Wiest ja versprochen, wir machen eine Etikettkommission, alle Parteien, durch alle Parteien hinweg, außer Jobcenter, der Chef war nicht, also der Bundeschef war nicht, natürlich nicht dafür, fürs Grundeinkommen. Und dann wurde sie immer hingehalten, und nach 3 oder 4 Jahren wurde ihr abgesagt. Ja? Und ich muss dann auch mal sagen, ich bin selber Pirat, aber trotzdem, also als ich da mit Umverteilen, das ist nämlich dann auch eine Frage des Umverteilens des gesellschaftlichen Reichtums, da kommt man nicht drum rum, wenn man so denkt, da hat der Vorstand damalige nicht zu aufgerufen oder nur sehr zögerlich. Dieses Denken ist also auch noch nicht sehr weit bei den Piraten fortgeschritten. Ja, schönen Dank. Ich denke, bitte? Möchtest du? Nur kurz, also das führt jetzt zu einer sehr langen neuen Diskussion, die ich jetzt hier auch nicht führen kann. Ja. Tatsächlich wollte ich nur sagen, also dieser Antrag ist auf dem Bundesparteitag nicht angenommen worden. Ja. Nee. Gut, wir werden eine Art Faktencheck einführen, um das dann nachzuhalten und dann zu veröffentlichen. Wenn es ganz kurz geht, noch, wir müssen dann langsam zum Schluss kommen. Ja, ich wollte es auch nur ganz kurz machen. Ich meine, das bedingungslose Grundeinkommen kann beitragen zur Lösung der Flüchtlingskrise. Es ist nämlich keine Krise, die durch Flüchtlinge verursacht wird, sondern eine Krise, die durch Leute verursacht wird, die Existenzängste kommunizieren und schüren. Und diese Existenzängste kann das Grundeinkommen nämlich auch nehmen. Also wer die Presse verfolgt, kriegt den Eindruck, dass die AfD als Protestpartei auch benutzt wird. Und es wäre interessant zu sehen, wie viele Leute überhaupt nach AfD wählen würden, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Ja, schönen Dank. Viele Themen konnten wir jetzt gar nicht mehr anschneiden. Zum Beispiel hätte mich auch noch so ein bisschen interessiert, wie weit, wie lange wird das eigentlich noch gehen? Kann man eventuell Fakten schaffen bis zur Einführung des Grundeinkommens? Kann man erste Schritte vielleicht gehen? Muss man denn immer gleich alles in einem Mal? Also zum Beispiel solche Sachen wie, wir kennen es von der Energie oder vom Wasser oder vom öffentlichen ÖPNV, das klang vorhin schon mal an, dass man dort schon mal so Teile des bedingungslosen Grundeinkommens den Leuten zugutekommen lässt, die man dann von der Gesellschaft finanziert übernimmt. Da gab es also noch so einige Sachen. Und vor allem auch die Frage, wie lange wird es dauern? Wann können wir Fakten schaffen? Schon mal einen ersten Schritt. Ich würde hier vorne jetzt gerne zu einer Abschlussrunde kommen, zweiteilig. Zum einen würde mich ganz kurz interessieren, wie schätzt ihr die Situation in der Schweiz, ohne jetzt prophetisch zu sein, wie wird diese Geschichte möglicherweise ausgehen, was wird da diskutiert, wirkt ja ganz kurz. Und dann würde ich noch einen Satz zur Vervollständigung zu machen und dann kommen wir hier langsam zum Schluss. Leider von außen haben wir leider keine zusätzlichen Fragen mehr erhalten. Schade, dass das wenig genutzt wurde.
gibt es eine Wortmeldung, wer möchte was dazu sagen? Wie stehen die Chancen in der Schweiz? Was wird erwartet? Ich mache das relativ kurz. Ich habe eigentlich schon ein Schlusswort vorhin sagen wollen, für mich von meiner Seite. Also die AHV, das ist die Altersvorsorge, auf die Stolz heute total stolz ist, hat 3 Anläufe gebraucht mit Volksabstimmungen. Dann wurde sie beim 3. Mal angenommen. Frauenwahlrecht wurde mehrfach abgelehnt und wurde am Schluss eingeführt. Und ähnlich rechnen auch die AktivistInnen dort mit 2 bis 3 Abstimmungen, bis es eingeführt wird. Und sollte es ein Ergebnis über 20, 30, vielleicht sogar über 30% geben, ist das hochrespektabel und zeigt, dass wir einen guten Schritt voran sind. Also es keine 50% zu schaffen, ist definitiv keine Niederlage. Ja, ich möchte auch nicht zu prophetisch herangehen, aber ich bin vorsichtig optimistisch. Und was aber die Hauptsache ist und worüber ich mich sehr freue, und deswegen verfolge ich das auch schon seit ein paar Jahren, ist diese Öffentlichkeit, die hier hergestellt wird, enorm. Und ich, für mich ist immer, wenn sich jemand mit dem Grundeinkommen beschäftigt, dann ist die erste Frage immer, oh, wie soll das finanziert werden? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die sich wirklich dafür interessieren und auch damit auseinandersetzen, irgendwann ein Verständnis dafür entwickeln und sagen, ja, es kann finanziert werden. Und dazu trägt, zu dieser Entwicklung trägt dieser Volksentscheid und dieser ganze Prozess im Vorfeld extrem bei, dass er eben die Menschen immer mehr in Kontakt mit dem Thema bringt und die Menschen sich damit auseinandersetzen lässt und auch dementsprechend immer mehr Zustimmung erfährt. Ja, und das ja nicht nur in der Schweiz, sondern wir müssen ja eigentlich der Schweiz dankbar sein, dass sie damit ja auch eine Diskussion weit über die Schweizer Grenze hinaus in Europa und so weiter ausgelöst haben. Ja. Ja, damit ich jetzt nicht der Letzte bin, ich gehe mal davon aus, dass die Volksabstimmung in der Schweiz durchaus einen überraschenden Erfolg, jetzt keine Zustimmung, aber was die Höhe der Ja-Stimmen angeht, bringen wird. Das zeigen die Diskussionen. Das zeigt auch die Art der Initiative. Es wird keine Mehrheit geben, bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Also es wird nicht angenommen werden, weil eben die Ängste da sind. Also die Ängste vieler Leute, ja, das können wir gar nicht finanzieren. Wäre vielleicht ganz schön, aber die Realität ist doch was anderes. Also jeder muss doch irgendwie selber für seine Existenz sorgen und eben Erwerbsarbeit leisten. Das steckt eben, also diese Erwerbsarbeitsideologie steckt eben noch in den Köpfen drin. Und das wird sich aber tatsächlich mit der Industrie von morgen ändern. Ja, um da noch auf dieses Thema zu kommen. Und je mehr die Menschen eben sehen, dass diese Ideologie realitätsfern ist und tatsächlich mehr Probleme schafft, als sie löst, desto mehr werden sie offener sein für neue Lösungen und auch das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, schönen Dank. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Verantwortlichen, Sie kriegt seine Nummer von, bei den Verantwortlichen hier vom Café Sibylle an einem Ort eigentlich, wo vor fast 65 Jahren die Erhöhung des Arbeitssolls zu einem Arbeiteraufstand geführt hat, nur wenige Meter von hier. Und das hat letztendlich auch was mit unserem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun, wenn wir überlegen, wie weit wir in den letzten 65 Jahren dort vorangekommen sind, was sich da also alles verändert hat. Das, also erstmal meinen herzlichen Dank an Sibylle. So, und die Runde hier vorne möchte ich beenden, einfach einen ganz einfachen Satz vervollständigen zu lassen von jedem. Wir fangen wieder bei den Damen an, wir bleiben einfach in der schönen alphabetischen Reihenfolge. Grundeinkommen ist für mich, ich muss korrigieren, das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich, deshalb hat sie jetzt ein bisschen gestutzt. Ein Rahmen, der es mir ermöglicht, meine Potenziale zu entfalten. Ja, danke. Bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht mir und allen Mitspracherechte über Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen. Das ist ein Menschenrecht. Ja, für mich eine der wichtigsten politischen Aufgaben. Da muss man dran arbeiten, auch wenn ich das möglicherweise nicht mehr erlebe. Aber wer weiß, man kann sich ja täuschen.
Ja, recht schönen Dank. Ihnen draußen an den Lautsprechern herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich denke, wir werden hier noch ein bisschen weiter diskutieren in loser Folge, in lockerer Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Schönen Dank. Applaus